Heute, 5 Jahre nach Beginn der Revolution von 2011, wird Folter nicht nur zur Einschüchterung, sondern auch als Instrument der Rache eingesetzt. Auch auf Seiten von regimefeindlichen, bewaffneten Gruppen wird gefoltert, oftmals mit den gleichen Methoden, die das Regime verwendet, wie der jüngste Amnesty International Bericht von letzter Woche für die Städte Aleppo und Idlib belegt. Trotzdem, das denke ich, können wir hier mit lauter Stimme sagen, trotzdem bleibt das Regime, unterstützt von Russland und Iran, der zentrale Gewaltakteur in den Auseinandersetzungen in Syrien. Der deutschen Öffentlichkeit allerdings gerät das System der Folter des Assad-Regimes über die Gewalt im Krieg in Syrien leider in den Hintergrund. Wenn überhaupt, dann wird sexualisierte Gewalt meist im Zusammenhang mit der islamistischen Terrorgruppe IS thematisiert. Wir finden, das ist eine Realitätsverzerrung, mit der wir unter anderem mit dieser Veranstaltung entgegenwirken möchten. Wir möchten uns und Sie daran erinnern, dass das Regime seit Beginn der Revolution nach Angaben des Syrian Observatory for Human Rights ca. 200.000 Menschen inhaftiert hat, die auf die eine oder andere Weise gefoltert werden. Namentlich dokumentiert sind mindestens 40.000 Fälle. Die Inhaftierten sind vielfach verschwunden. Verwandte und Freunde wissen nicht, ob sie noch leben und wo sie festgehalten werden. Das Regime ist zudem laut der Vereinten Nationen für die überwältigende Mehrzahl der geschätzten 400.000 Toten verantwortlich. Die meisten kamen bei den verheerenden Fassbombenangriffen des Regimes über Wohngebieten um. Nein, uns geht es hier nicht darum, Tote gegeneinander aufzurechnen, denn Tote und Opfer als Zahlen zu behandeln, hat in sich etwas Gewalttätiges. Unsere Aufgabe hier kann es sein und muss es sein, die Strukturen der Gewalt einerseits und Wege ihrer Bekämpfung andererseits zu beleuchten. Und deswegen glauben wir, dass die einseitige Skandalisierung von Gewalt mit Blick auf den Islamischen Staat einfach zu kurz greift. Das syrische Regime beharrt weiter darauf, als einzig legitime Vertretung der syrischen Bevölkerung von der internationalen Gemeinschaft anerkannt zu werden. Das Regime beansprucht den UN-Sitz des Landes, ist Mitglied in Menschenrechtskonventionen, nach wie vor natürlich, auch zum Beispiel der Antidiskriminierungskonvention gegen Frauen, CEDAW. Diesen Konventionen ist Syrien beigetreten und gleichzeitig ist dieses Land die Kraft, die systematisch Menschen- und vor allem Frauenrechte verletzt. Weibliches Personal in den syrischen Gefängnissen? Die gibt es so gut wie gar nicht. Frauen, die in Syrien verhaftet werden, sind vom ersten Moment an männlicher Willkür ausgeliefert. Warum machen wir diese Veranstaltung heute Abend? Wir alle wissen, die Friedensverhandlungen verlaufen schleppend. Bislang haben sie dem Land kaum Frieden einen Schritt näher gebracht. Für demokratische Oppositionelle und Aktivistinnen ist das ein zermürbender, frustrierender und hilflos machender Prozess. Dennoch sind es gerade syrische demokratische Oppositionelle, die sich nach wie vor und mit bewunderungswürdigem Mut für ein demokratisches Syrien nach Assad einsetzen. Dafür müssen sie Menschenrechtsverletzungen in Kauf nehmen und gleichzeitig müssen wir hier alles dafür tun, diejenigen zu unterstützen, die vor Ort Menschenrechtsverbrechen auf allen Seiten aufarbeiten und dokumentieren. Unser Gast Mazen Darwish dokumentiert die Verbrechen des Regimes seit 2004. Herzlich willkommen. Und er hat stets gegen die Gewaltherrschaft des Assad-Clans angeschrieben. Auch er ist dafür inhaftiert worden. Heute interessiert uns hier vor allem die Frage und ihn die Frage, was europäische Regierungen denn überhaupt tun können, um Zeugen der Folter, die aussagen wollen, aussagen möchten, zu schützen.
Die Erfahrungen in Ländern wie Bosnien und Afghanistan, um hier nur zwei Länder, die dramatische Gewalt erfahren haben, zu nennen, haben gezeigt, nicht nur die Kriegsländer selbst, auch die internationale Community tut sich schwer damit, insbesondere sexualisierte Gewalt als Kriegsverbrechen anzuerkennen und dafür zu sorgen, dass ihre Opfer als Kriegsverzerrte und HeldInnen des Überlebens behandelt werden. Wir haben eine internationale Konvention 1888, die es möglich machen würde, über internationales Recht, Völkerrecht, genau Kriegsverbrechen, die mit systematischen Vergewaltigungen zu tun haben, zu ahnden. Aber diese Konvention, diese Resolution ist keine Konvention, diese Resolution wird eben kaum und viel zu selten angewendet. Wie soll Frieden aussehen, wenn es keine Gerechtigkeit gibt? Welchen Frieden bekommen wir ohne Recht? Diese Fragen beschäftigen vor allem Jumana Seif, syrische Juristin und Aktivistin, die an den Verhandlungen in Genf teilgenommen hat. Sie stellte in den vergangenen Wochen in Genf eine ihr unheimliche Dynamik fest. Gerechtigkeit und Transitional Justice sollen zugunsten von Versöhnung übersprungen werden. Versöhnt euch! Diesen Anspruch hat vor allem die Frauendelegation in Genf im April dieses Jahres zu spüren bekommen. Wie aber kann Versöhnung Wirklichkeit werden, wenn systematische Gewalt und vor allem auch sexualisierte Gewalt weiterhin straffrei bleiben sollen? Ein Dilemma, mit dem wir es zu tun haben in allen Ländern, wo wir erst um Waffenstillstand ringen, um Friedensverhandlungen ringen, und dann Kompromisse gemacht werden, bei der die Ahndung der Gewaltverbrechen auf der Strecke bleiben. Ein Drama, ein Dilemma, das auch Aufarbeitung insgesamt sehr, sehr schwer macht. Mit diesen Fragen wollen wir uns heute Abend beschäftigen. Wir arbeiten als Heinrich-Böll-Stiftung seit Beginn der Revolution in Syrien eng mit der demokratischen Zivilgesellschaft in Syrien und im Exil selbst zusammen. Wir positionieren uns klar gegen das Assad-Regime, folgen der Einschätzung unserer syrischen Partnerinnen, dass eine Friedensordnung nur erarbeitet werden kann, wenn Kriegsverbrechen systematisch geahndet, wenn also Recht und Frieden zusammengedacht werden. Dabei müssen auch Frauen als Verhandlerinnen und Akteurinnen des Friedens an den Friedenstischen sitzen. Ihre Expertise, ihr Wissen, ihr Know-how, ihre Perspektiven müssen viel, viel besser, als das bislang der Fall ist, eingebunden werden. Und deshalb freuen wir uns, dass wir Jumana Seif eben genau den Wunsch haben, heute erfüllen können, eine Veranstaltung wie diese zu organisieren. Sie werden sie gleich auf dem Podium hören. Ich möchte mich bei Ihnen, Jumana, ganz, ganz herzlich für diese Anregung, für diese Veranstaltung bedanken. Und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit herzlichen Dank und nochmal herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen nun kurz unsere Keynote-Speakerin Sema Nassar vorstellen. Sema Nassar ist aus Kuwait zu uns gekommen und ich kann hier, denke ich, mit Fug und Recht behaupten, dass sie eine der Expertinnen ist, die für sexualisierte Gewalt als systematische Herrschaftstechnik in Syrien sich ausgewiesen hat. Sie publiziert dazu, sie hat einen Bericht vorgelegt, Detention of Women in Syria, A Weapon of War and Terror. Dieses Werk sollten Sie kennen und lesen, weil es ist eine grundlegende Auseinandersetzung mit dem Thema dieses Abends. Okay, Sema, the floor is yours. Once again, a warm, warm welcome for joining us tonight. I'm looking forward to listen to you also. Ich freue mich, dir zuzuhören. Das Thema ist natürlich nicht ein Thema, das uns glücklich macht, aber vielen Dank, dass du gekommen bist. Okay. Ja, gut, okay, Entschuldigung.
Ja, einen schönen guten Abend. Vielen Dank, Barbara Unmüßig, für die nette Vorstellung zunächst. Es ist eine große Ehre, hier heute bei Ihnen sein zu dürfen. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt in Deutschland bin. Ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal sein wird. Oh, ich möchte der Heinrich-Böll-Stiftung sehr dafür danken, diese Veranstaltung hier heute ausgerichtet zu haben, um insbesondere das Augenmerk zu richten auf die systematische Gewalt, die vom syrischen Regime in den letzten 6 Jahren während des Krieges verübt worden ist. Leider mussten wir alle Arten von Gewalt in Syrien bisher dokumentieren, aber die internationale Gemeinschaft hat das sehr weit ignoriert und sich nur auf eine Seite des Konfliktes konzentriert bei den Menschenrechtsverletzungen. Ich möchte hier heute Abend einige Arten der sexualisierten Gewalt, die von Seiten des Regimes und regimetreuen Milizen verübt worden sind, besonders aufzeigen. Im Allgemeinen hängt die sexualisierte Gewalt unmittelbar mit dem Ausmaß und der blutigen Stärke des Konflikts in Syrien zusammen. Und in Syrien ist das leider ein ganz besonders gutes Beispiel dafür. Insbesondere die sexualisierte Gewalt wurde auch sehr geschickt eingesetzt, sehr systematisch vom Regime. Es war eine Kriegstaktik und diente zur Einschüchterung und politischen Unterdrückung. Seit 2011 hat die syrische Regierung versucht, diese sexualisierte Gewalt gegen Frauen einzusetzen, obwohl die Gesellschaft sich dadurch zunächst hat nicht einschüchtern hat lassen zunächst und sich nicht davon hat abhalten lassen, auf die Straße zu gehen. Dieses Einsetzen der sexualisierten Gewalt hat dann aber letzten Endes einen sehr wesentlichen Einschüchterungsauswirkung gehabt, weil nämlich die Gesellschaft in Syrien eine sehr patriarchalisch dominierte ist, so dass dann eben die Familien ihre weiblichen Angehörigen versucht haben, von der unmittelbaren Beteiligung an Straßenveranstaltungen und Demonstrationen abzuhalten, um eben nicht solcher sexualisierten Gewalt ausgesetzt zu sein. Aber die Lage der Frauen und der Aktivisten waren hier noch in einem anderen Zusammenhang zu sehen. Denn sie befanden sich natürlich also in einem Kampf, einerseits gegen das Regime und andererseits mussten sie sich auch ihrer Familie stellen und mit denen darum kämpfen, dass sie überhaupt demonstrieren durften. Dann in einer späteren Phase wurde dann sexualisierte Gewalt an Checkpoints eingesetzt, in sehr großem Ausmaß, wo Frauen tatsächlich dann auch entführt wurden. 2012 war das sehr weit verbreitet, dass Frauen von beiden Seiten, sowohl von der bewaffneten Opposition als auch von Seiten des Regimes entführt wurden, die dann gegen ein Lösegeld sehr hohe Summen wieder freigelassen wurden oder auch, dass dann sozusagen Gefangenenaustausche oder von beiden Seiten gegenseitig Entführte wieder ausgetauscht wurden. In dieser Phase der Entführung kam es vor allen Dingen zu sexuellen Belästigungen und Vergewaltigung. Trotz der massiven militärischen Übergriffe auf die unterschiedlichen Städte und auch die sie umgebenden Gegenden hat diese sexualisierte Gewalt dann aber in den Medien nicht so große Aufmerksamkeit und auch nicht auf den Regierungsseiten erlegt. Es wurde nicht so, wie es verdient gehabt hätte, darauf hingewiesen. Während hingegen sehr viel Augenmerk auf die sexualisierte Gewalt und die Vergewaltigung und die sexuelle Belästigung in den Verhör- und Verhaftungszentrum gelenkt wurde. Wie Barbara auch schon hier ganz richtig gesagt hatte, war das Ziel dieses Einsatzes dieser Informationen, sie quasi gegen die syrische Zivilgesellschaft einzusetzen. So hat sich die Gesellschaft dann auch sehr stark zersplittern lassen und hat dann durch einen sehr negativen Blick auch auf die inhaftierten Frauen geworfen.
Also das heißt, das Regime hat es geschafft, den Blick auf die Frauen sehr zu schwärzen, obwohl viele Frauen gar nicht in ihrer Haft sexueller Gewalt ausgesetzt oder waren oder Belästigungen gesetzt waren. Also in den letzten 5 Jahren waren sicherlich die unterschiedlichsten Schichten der Gesellschaft der Verhaftung ausgesetzt. Also seien sie Hausfrauen, seien sie Ärztinnen oder auch dann auf der männlichen Seite Militärs und ihre Frauen beispielsweise. Also das geht durch alle Schichten der Gesellschaft. Also vor allen Dingen kam es natürlich dann oft auch zu psychologische Folter. Aber die Folgen der Haft, selbst wenn es zu keiner Folter gekommen war, war, dass es zu einer Stigmatisierung von Frauen gesellschaftlich führte, die sehr starke Auswirkungen hatte. An einer bestimmten Phase waren Mitarbeiter an Geheimdienstzentren. Haben Sie die weiblichen Gefangenen sehr ausgelacht, gedemütigt, die Ermittlungen gegen sie auf sehr demütigende Art durchgeführt. Sie haben sie als Terroristinnen, als Staatsverräterinnen bezeichnet, als schmutzige Wesen bezeichnet. Sie haben sie explizit gedemütigt, ihnen gesagt, wenn du einmal freigelassen wirst, dann sag allen, dass du vergewaltigt wurdest, auf eine sehr demütigende Art. Er hat sie zwar nicht angerührt, nicht angefasst, nicht wirklich vergewaltigt, aber sie dadurch stigmatisiert. Und leider behandelte die syrische Gesellschaft auch alle weiblichen ehemaligen Gefangenen und Inhaftierten so, als wären sie alle Opfer von Vergewaltigungen gewesen. Und dadurch haben sie auch weiterhin in der Gesellschaft gelitten. Die Menschen, die die Hauptauslöser der Straftaten sich nicht damit auseinandersetzen können, so wird es von Psychologen bezeichnet, als Defensive, als Selbstschutzmechanismus wird die Wut auf andere Seiten gelenkt von dem richtigen Straftäter. Das heißt, die syrische Regierung kann nicht geahndet werden von den Opfern und deswegen lenkt sich die Wut gegen die Opfer. Und das ist das, was wir erleben haben. Die Frauen, die freigelassen wurden, leiden umso mehr und umso stärker in der Gesellschaft. Manche können sich nicht wieder reintegrieren in die Gesellschaft. Einige werden dann von ihren Männern geschieden, von ihren Familien gemieden. Es gibt mehrere Fälle von Frauen, die wir dokumentiert haben, die Selbstmord begangen haben oder es zumindest versuchten, sich das Leben zu nehmen. Deswegen. In den letzten 5 Jahren gab es keine Verhaftungszentren oder Verhörzentren der Geheimdienste, die sich spezialisiert haben auf diese Vergewaltigungen oder dafür bekannt wurden. Es war durch alle Verhörzentren hinweg der Geheimdienste. Und das geschah auch sehr oft und tauchte nie in den Berichten der Menschenrechtsorganisationen auf. Als Verhaftete von einem Zentrum zum anderen transportiert wurden, dann fuhren sie auch über Checkpoints der Zivilpolizei. Das sind eigentlich Stellen, an denen die Frauen nur für wenige Stunden bzw. über Nacht festgenommen werden, damit sie zum weiteren Zweig des Geheimdienstes transportiert werden. Und an diesen Zweigen der Zivilpolizei gab es auch zahlreiche Fälle von Vergewaltigungen, von sexuellen Belästigungen und von Demütigungen der Frauen. Das heißt, die Sicherheit, die nationale Sicherheit, Zeynep Benguda hat diesen Zweige besucht und gesagt, dass da Betten vorhanden sind. Sie hat die Zustände sehr gelobt an diesen Zentren, aber in diesen Zweigen der nationalen Sicherheit haben wir auch zahlreiche Fälle dokumentiert, wo ein namentlich bekannter Offizier, der sich damit vergnügt hat, eine Frau nach der anderen zu vergewaltigen. Das ist ein kleiner Ort, wo höchstens 2 oder 3 Frauen festgehalten werden. Der hat sie praktisch als Mätressen dann genommen für sich, für die Zeit. Aber leider hat die Frau Zeynep die Zustände in diesem Zentrum sehr gelobt. Ich möchte auch über den Geheimdienstzweig SASA sprechen. Das ist eines der Zentren, die am meisten sexualisierte Gewalt nutzen, die auch auf, ehrlich gesagt, sehr
ekelhafte Art von den Offizieren dort ausgenutzt werden. Der Offizier vergewaltigt die Festgenommene selbst nach ihrer Freilassung und verlangt von ihr, dass sie weiterhin in Kontakt mit ihm bleibt. Und manche Frauen wurden tatsächlich erreicht nach der Freilassung, und dieser Offizier hat die Frauen dazu gezwungen, während ihrer Festnahme hat sie zu sexuellen Handlungen gezwungen. Dieser Zweig hat keine spezielle Stelle für Frauen. Das ist eigentlich ein Geheimdienstzweig, der nur für Männer gedacht ist. Es gibt keine Frauenzelle. Die Frauen haben dort auf Korridoren, in den Fluren geschlafen, und während der Ermittlungen wurden sie natürlich zum Bürozimmer des Offiziers gebracht, wo sie dort Opfer der sexuellen Handlungen waren. Manche ehemalige Festgenommene oder Verhaftete an diesem Zweig wurden auch nach ihrer Freilassung von diesem Offizier verfolgt und noch weiter stigmatisiert, noch weiter gedemütigt. Und er hat dafür gesorgt, dass sie eben diese Erfahrung nicht einmal vergessen können nach ihrer Freilassung. Die syrische Regierung hat oft versucht, den Ruf dieser Frauen auch in den Dreck zu ziehen durch die Verbreitung von Gerüchten, zum Beispiel Jihad al-Nikah, der Jihad-Sex, obwohl viele tatsächlich Jungfrauen waren. Und das taucht auch in den Dokumentationen auf. Selbst die forensischen Ärzte haben dann festgestellt, das sind Jungfrauen gewesen. Aber er wurde dazu gezwungen, in seinem Bericht zu schreiben, dass sie diesen Jihad al-Nikah, dass sie den Jihad-Sex verübt hat mit den Kämpfern. Ich möchte auch ein bisschen über sexualisierte Gewalt gegen Männer reden, die nicht weniger brutal ist als sexualisierte Gewalt gegen Frauen. In manchen Fällen sogar viel brutaler. Für Männern fällt es nämlich noch viel schwieriger, darüber zu sprechen. Es war auf keinen Fall einfacher, mit Männern über die sexualisierte Gewalt gegen sie zu sprechen. Viele verspüren eine Schande über sie, dass sie eben Opfer dieser Foltermethoden waren. Es gibt zwei Methoden. Eine Methode dient eigentlich eher der Unterhaltung der Offiziere in den Geheimdienstzweigen oder in den Gefängnissen, und die zweite dient natürlich der Demütigung der Inhaftierten und zu deren Folter. Es wurden manchmal wie Stöcke oder von Wischmobs die Stöcke, damit wurden sie missbraucht oder sie wurden gezwungen, sich auf Flaschen zu setzen, und das, um sie damit zu demütigen. Das wiederholte sich in vielen Zweigen, wo die Inhaftierten auch vor allem für längere Zeiten festgehalten wurden. Und nach längeren Gefängnis- und Ermittlungsphasen wurden sie an diesen Orten dann festgenommen, und die Offiziere wurden nie zur Rechenschaft gezogen, und auch Minderjährige, darüber müssen wir auch reden, unter 18-Jährige. Es gab viele Inhaftierte unter 16, die ebenfalls auf spezielle Art missbraucht wurden, denn sie durften nur als allerletzte Gruppe zur Toilette gehen, zum Beispiel. Das sind die Gruppen, die mehr Zeit dann hatten, und das gab den Offizieren die Chance, sie zu missbrauchen. Auch wurde allen Mitarbeitern die Möglichkeit gewährt, diese minderjährigen Jungen auch vor allem sich als Sexobjekte zu nehmen und sich damit zu unterhalten. In Sidnaya gab es einen ganz besonders brutalen Fall eines Gefangenen, der leider verstorben ist. Der wurde von dem Offizier gezwungen, eine Sexshow aufzuführen zu seiner Unterhaltung. Zum Beispiel zu Neujahr, zu Silvester haben die Offiziere dort gefeiert, und sie haben diese Sexpartys organisiert und sich daran wirklich vergnügt, die Gefangenen, die Männer. So mussten die Gefangenen zum Beispiel nackt herumlaufen oder bestimmte sehr demütigende Positionen einnehmen für sie und sich daran vergnügt. Leider
Und so ist die Natur der sexualisierten Gewalt in Syrien. Ich versuche, soweit es geht, mich kurz zu fassen, um den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen. Vielleicht kommen wir in den Fragen mehr dazu, im Detail darüber zu sprechen. Ich möchte aber nochmal betonen, es ist wichtig, dass die westlichen Medien, dass die deutschen Medien diese Rolle einnehmen, die initiiert wurde von der Heinrich-Böll-Stiftung, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, auf diese Verstöße, um die öffentliche, internationale öffentliche Meinung zu motivieren, eine starke Position gegen diese Verstöße einzunehmen. Ich meine, dass die Werte der Menschenrechte, der Freiheiten, die Europäische Union und Deutschland so stark vertritt, die werden in starker Gefahr sein, solange diese Verstöße verschwiegen werden. Nachdem vor allem eine so große Zahl der syrischen Flüchtlinge Deutschland und andere Länder der Europäischen Union erreicht haben, jetzt muss erst recht eine sehr seriöse und ernsthafte Position eingenommen werden, um diesen Verstößen ein Ende zu setzen gegen Frauen, Männer und minderjährige Kinder in Syrien. Und einen letzten Punkt möchte ich noch hinzufügen. IS und die Praktiken von die Verstöße und die Straftaten von IS. Die sind natürlich nicht weniger gefährlich als die Verstöße und Praktiken der syrischen Regierung. Aber die syrische Regierung, der kann man auch die Versklavung, die sexuelle Versklavung von Frauen vorwerfen, wenn die Frauen sexuell missbraucht werden, wenn Lösegeld verlangt wird gegen die Freilassung der Frauen. Das ist eine Art der Versklavung und das ähnelt der Versklavung des IS an jesidische Frauen sehr. Das müssen wir vergleichen, das müssen wir als Parallele sehen zu den syrischen Frauen in Syrien. Das heißt, die Verstöße werden von beiden Seiten begangen. Beide sind Straftäter und beide müssen gestoppt werden. Die internationale Gemeinschaft hat leider diese entschlossene Position gegen den IS eingenommen, aber bis jetzt keine ernsthafte Position gegen die syrische Regierung. Und jetzt wird versucht, im Rahmen der Verhandlungen dieses mörderische Regime zu rehabilitieren. Als das kleinere Übel wird das Regime jetzt dargestellt, wobei seine Straftaten nicht weniger brutal und barbarisch sind als die vom IS. Vielen Dank. Thank you so much. Ja, vielen Dank, Sima, für diesen Bericht. Für mich war das eine erste Vorstellung über die Brutalität in Syrien. Ins Deutsche, das habe ich jetzt gerade vergessen, Entschuldigung. Auch von meiner Seite aus herzlich willkommen, guten Abend. Ich bin Ines Kappert, ich leite das Gunda-Werner-Institut der Heinrich-Böll-Stiftung und habe gemeinsam mit dem Referat für Nahost diese Veranstaltung, Antonie Nord, diese Veranstaltung organisiert. Barbara Unmüßig hat es ja bereits angedeutet. Wir haben uns zu dieser Veranstaltung entschieden, weil wir zum einen nochmal die Gewalt und die Systematik der Gewalt in der Öffentlichkeit oder in die Öffentlichkeit bringen wollen. Gleichzeitig ist es uns aber ein großes Anliegen und so arbeitet die Heinrich-Böll-Stiftung seit Beginn der Revolution, dass wir eben das Wissen um das Leiden der Menschen in Syrien verbinden mit einer politischen Analyse. Sie wissen das alle, in den Medien herrscht eine Tendenz vor und ich war ja bis vor einem Jahr selbst Journalistin, also ich habe 8 Jahre lang die Meinungsredaktion der Taz geleitet, das heißt, ich weiß, glaube ich, ein bisschen, wovon ich spreche. In den Medien herrscht die Tendenz vor, dass wir uns zwar für das Leiden interessieren, der Menschen in Syrien einigermaßen, aber in dem Moment, wo es dann darum geht, die Frage zu stellen, was kann dagegen getan werden, was sind die Gründe dafür, was ist die politische Analyse und was sind die Hebel, um genau diese Brutalität
zu stoppen, werden Syrer und Syrerinnen seltener, wenn überhaupt noch, befragt. Wir handhaben das anders und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute Abend hier ein so starkes Panel zusammenstellen konnten. Ich möchte Ihnen, ich begrüße eben auch nochmal Jumana Seif, dann sozusagen als noch nicht genannter Andreas Krüger. Wir freuen uns sehr vom Auswärtigen Amt. Er leitet das Referat Syrien und Libanon. Wir freuen uns sehr, dass er heute da ist und mit uns auch darüber sprechen wird, welche Position die Bundesregierung einnimmt, welche Strategien sie angesichts der endemischen Gewalt für sinnvoll erachtet und welche Hebel sie eben sehen für Deutschland, Menschenrechte, die Wahrung der Menschenrechte vielleicht doch nochmal in Angriff zu nehmen. Ich muss leider Monika Hauser entschuldigen. Monika Hauser ist Gynäkologin, sie ist und vor allem berühmt geworden dafür, dass sie sich für Frauen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, eingesetzt hat. Sie hat Medica Mondiale gegründet im Zusammenhang mit dem Bosnienkrieg. Sie ist in Deutschland die Expertin zum Thema sexualisierte Gewalt und deswegen war natürlich unsere Idee, die Expertin für sexualisierte Gewalt für Syrien, Seman Assar und Monika Hauser zusammenzubringen. Monika Hauser musste kurzfristig absagen, weil es einen Notfall in ihrem Team gibt und sie leider die Krankenhausbetreuung übernehmen muss und heute nicht hier sein kann. Sie sendet aber schöne Grüße. Gut, ich habe es angekündigt, uns geht es jetzt auch um die politische Analyse und in dem Zusammenhang würde ich gerne dich, Mazen, fragen. Du dokumentierst die Gewaltakte seit 2004, das Syrian Center for Media and Freedom of Expression, das du gegründet hast, war das erste Zentrum in Syrien überhaupt, das Menschenrechtsverletzungen dokumentiert hat, und zwar nicht nur in Syrien, aber auch in der Region. Und wir müssen uns noch mal ganz kurz vergegenwärtigen, allein die Dokumentation von Menschenrechtsverbrechen wird vom Regime als Verbrechen geahndet. Entsprechend schwierig ist natürlich die Datensammlung. Dir ist es trotzdem gelungen, diese Daten zu sammeln. Und jetzt erstmal an dich die Frage, warum braucht dieses System so dringend Gewalt in dem Ausmaß? Was ist der Grund dafür, dass es keine anderen Herrschaftsformen einsetzt? Vielen Dank für Ihre Anwesenheit und vielen Dank an die Heinrich-Böll-Stiftung für die Organisation. Ebenfalls vielen Dank für Jumana Seif. Liebe Jumana, danke, dass du diese Veranstaltung vorgeschlagen hast. Die Keynote-Speech von Sima gewährt uns einen wirklich sehr guten Blick. Aber diese Folter, diese systematische sexualisierte Gewalt fing nicht an mit 2011. Das Regime hat immer die Folter, die sexualisierte Gewalt als Teil seiner Herrschaft benutzt. Das Regime erlangte einen internationalen Ruf sogar dadurch. Das heißt, viele Staaten, die Anti-Folter Ansätze gemacht hat, die haben Experten nach Syrien geschickt, damit Syrien stellvertretend für diese Staaten eigentlich, die keine Folter mehr einsetzen, die Folter für sie übernimmt. Aber auch nach 2000 in Syrien war immer damit verbunden mit der Erlangung von Informationen. Das heißt, in Ermittlungen haben die Ermittler immer Folter benutzt, um zu den Informationen zu gelangen. 2011 erfuhr das aber einen qualitativen Wandel und die Folter, wie Sima erwähnt hat, als Abschreckung benutzt. Die Frauen wurden festgenommen und gefoltert und waren Opfer sexualisierter Gewalt, damit die anderen abgeschreckt werden davor, sich an Demonstrationen teilzunehmen. Und später wurde diese Folter als Instrument, um die Menschen hin zur Konfessionalität, zur konfessionellen Teilung zu benutzen. Das heißt, die friedlichen zivilen Aktivisten wurden festgenommen, massiv gefoltert, aber auch psychologisch ihre
ihr Glaube wurde gedemütigt. Sie wurden tatsächlich zum Fundamentalismus hingezwungen. Eines der wichtigsten Bilder war dass die Festgenommenen gezwungen wurden, vor dem Bild von Bashar al-Assad hinzuknien und ihn praktisch als Gott anzubeten. Das waren kurze Festnahmen zwischen wenigen Wochen zu einem oder zwei Monaten. Aber diese Menschen, als sie dann freigelassen wurden, sie waren emotional und konfessionell so geladen. Da haben wir es erfahren, zum ersten Mal, dass friedliche zivile Aktivisten die Bereitschaft gezeigt haben, zu sterben, aber nicht nochmal festgenommen zu werden. Das heißt, es war eine Art Hölle, eine Art Zerstörung dieser Persönlichkeiten und viele hatten einen Zusammenbruch, einen Nervenzusammenbruch nach der Freilassung aufgrund dieser systematischen Folter. Ab Anfang 2012 nahmen die Foltermethoden auch eine viel gefährlichere Wendung an. Und zwar wurde die Folter eingesetzt, damit die Festgenommenen zu einem langsamen Tod geführt werden, als Racheakt, als Racheinstrument gegen die Aktivisten, die weiterhin an der Revolution glauben und festhalten. Die Zahlen der Festgenommenen schoss wirklich in die Höhe. Die Gefängnisse waren überfüllt. Wir haben neue Foltermethoden, wirklich mörderische Foltermethoden kennengelernt, aushungern, das Schlagen auf sehr sensible Körperregionen mit Stromschlägen, Folter mit Stromschlägen. Und manchmal war der Tod des Festgenommenen das Ziel, das explizite Ziel davon. Als Beispiel, als gegen uns ermittelt wurde und als die Ermittlungen fertig waren, da wurden wir zu einem Festnahmezentrum des Militärs gebracht. Da kennen die Offiziere nicht mal die Namen der Gefangenen. Da wird nicht mehr ermittelt. Es gab aber jeden Tag zwei Foltersitzungen gegen uns. Und so erging es Tausenden, Zehntausenden von Gefangenen, die auch in den Gefängnissen verstorben sind. Das ist nicht nur das, was die syrischen Organisationen sagen, die tatsächlich glaubwürdig sind, und auch nicht nur die Berichte der internationalen Organisationen. Das geht aus den Berichten hervor, die das Sonderkomitee der Fact-Finding Mission zu Syrien herausgegeben hat. Und dieser Bericht beschreibt die Geschehnisse in Syrien als Genozid, das was in Syrien ist. Und die Berichte sprechen von Zehntausenden, 60.000, sogar vielleicht sogar 100.000, die daran verstorben sind. Das Problem ist, dass diese Festnahmen alle nicht im rechtlichen Rahmen stattfinden. Es gibt Sondergerichtshöfe dafür. Und das Problem ist, dass jeder Sicherheitszweig, jeder Geheimdienstzweig ein Staat für sich ist. Und das Gefährliche ist, dass die lokalen Milizen selber jetzt Gefangene nehmen. Sie haben auch offizielle Gefängnisse, die als in Hama zum Beispiel gibt es die Milizen der nationalen Wehr. Sie haben eine Sekundarschule, die sie zu einem Gefängnis umfunktioniert haben. Das ist ein Zentrum für Folter. In Latakia auch, der Sportstadt oder im Sportzentrum. Dieses Sportzentrum wurde zum Folterzentrum umfunktioniert. Die ausländischen Milizen, Hezbollah, Abul Fatla Abbas, eine lange Liste von ausländischen Milizen, die ebenfalls, zumindest können wir davon sprechen, dass es Zeugnisse von Menschen gibt, die dort festgenommen waren, von der Hezbollah zum Beispiel, an einer Grenzregion zwischen Syrien und Libanon, Misalom, wo es die Schule des militärischen Geheimdienstes war. Die ist jetzt in den Händen von Hezbollah oder Suqb al-Asfar in Homs. Da agieren auch andere Milizen. Das heißt, wir haben Informationen, wir haben keine detaillierten Informationen zu diesen Zentren, aber wir wissen, dass diese Zentren in den Händen von bestimmten Milizen ist. Es gibt eine irakische konfessionelle Miliz, die komplette Kontrolle über bestimmte Regionen haben.
anderer Seite haben wir natürlich auch auf der anderen Seite IS und Jabhat al-Nusra gerne, das müssen wir natürlich auch sagen. Aber leider ist es auch so, dass einige militärische Gruppen in Syrien jetzt ihre eigenen Geheimnisse Gefängnisse haben oder Geheimnisse, geheime oder öffentliche Gefängnisse, aber wo sie dann vielleicht ein bisschen weniger, aber immerhin doch noch Gewalt ausüben. Also eine Organisation, die von Barbara auch erwähnt hat, also von Amnesty International, der ja letzte Woche veröffentlicht wurde. Es gibt auch Zeugenaussagen von vor Ort über Foltern, aber wir haben keine Aussagen darüber, dass hier bewusst und ganz gezielt getötet wird in diesen Verhaftungszentren. Heute sieht es jetzt so aus, dass die Verhafteten als Mittel in den politischen Verhandlungen eingesetzt werden, als Kriegsmittel, als Waffe. Das zeigt sich leider auch, dass eben die jüngste Resolution der Vereinten Nationen hat das auch deutlich gezeigt und die Verhandlung ist bei den Verhandlungen in Genf auch gezeigt hat, dass zunächst einmal das aufhören müsste eigentlich, bevor man wirklich tatsächlich zu einem wirklichen Friedenssystem kommen könnte, dass zunächst einmal die Zivilbevölkerung in den belagerten Gebieten und auch in den anderen Regionen geschützt werden muss. Aber leider ist es bisher so, dass die Frage der Inhaftierten keine ausreichende Aufmerksamkeit bekommen hat, obwohl es sich dabei um Hunderttausende von Menschen handelt, von Leuten, die auch einfach verschwunden sind, die verloren sind, die vermisst werden, wo es sich auch schon allein um 10.000 Menschen handelt, wo man nicht mehr länger weiß, wo sie überhaupt sind. Und leider ist es auch so, dass die Inhaftierten auch als Druckmittel genutzt werden auf die Gegenden, die bisher noch nicht dem Regime treu ergeben sind und werden dann sozusagen als Druckmittel verwendet, beispielsweise in Hama oder in Aleppo oder in Homs, wo die Angehörigen dann damit erpresst werden und sich zu versöhnen mit der anderen Seite, um einfach nur zu erfahren, was aus ihren Söhnen und Töchtern geworden ist. Das wird also so eingesetzt in Verhandlungen mit dem Regime. Die generell sind humanitäre Angelegenheiten in Syrien eine sehr knifflige und schwierige Sache. Die wichtigsten Probleme, denen wir uns heute stellen müssen, wie auch Barbara bereits gesagt hat, ist die Tatsache, dass die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen werden und dass das auch jetzt aus den Verhandlungen rausgenommen werden sollen. Das gibt allen Tätern und allen Verbrechern ja sozusagen den Eindruck, dass sie da durchaus einfach ganz gerechtfertigt weiter so vorgehen können. Und sie bekommt den Eindruck, sie können ja ohnehin machen, was sie eigentlich möchten, wie auch immer das aussehen mag und wie schlimm es auch immer sein mag. Es wird nicht zur Rechenschaft gezogen. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich, nicht nur für die Zukunft Syriens, sondern auch jetzt, hier, im Moment. Im Moment, wo wir hier gerade reden, geht es ja insbesondere auch um die Rolle Deutschlands und die Rolle Europas. Wie Sie auch gesagt haben, vielen Dank nochmal. Es tut mir leid, wenn ich vielleicht ein bisschen zu lang geredet habe und ich freue mich sehr auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Ein zentrales Stichwort, das ich an Sie aufgreifen würde, dass keine Rechenschaftspflicht mehr und dass eben das Thema Rechenschaft, Gerechtigkeit, Strafjustiz aus den Verhandlungen rausgenommen wurde in Genf. Angesichts des Ausmaßes der Gewalt ist das natürlich erklärungsbedürftig. Und da würde ich jetzt gerne Jumana Saif fragen. Jumana Saif ist als Repräsentantin des Syrian Women Network, des syrischen Frauennetzwerkes, auch in Genf, genauso wie Mazen als Teil der Zivilgesellschaft, natürlich jetzt nicht im Sinne der klassischen Verhandlungen, es gibt ja keine Oppositionsbeteiligung an den Verhandlungen mit dem Regime, sondern es gibt ein Civil Room, at the margins, Track 2, wo eben Vertreterinnen der Zivilgesellschaft immer wieder zu Gesprächen eingeladen werden und Mazen und Jumana Saif, Mazen Darwish und Jumana Saif werden dazu immer wieder eingeladen und Transitional Justice, überhaupt Gerechtigkeit sind kein Thema mehr, ist euer Eindruck in Genf. Vielleicht kannst du kurz schildern, wie du die Dynamik der Verhandlungen erlebt hast, weil ich erinnere mich, als wir zum ersten Mal vor etwa einem Jahr über deine Erfahrungen in Genf sprachen, warst du noch
zuversichtlich ist vielleicht zu viel gesagt, aber doch sehr ernsthaft dabei zu sagen, wir müssen mit dem Regime verhandeln, wir müssen Kompromisse eingehen, wir müssen das Töten stoppen, das ist schmerzhaft, aber es gibt dazu keine Alternative. Inzwischen hast du ja, also habe ich den Eindruck, ein sehr kritisches Verhältnis zu Genf. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen schildern. Zunächst möchte ich auch noch mal so diplomatisch sein wie Marzin und meine lieben anderen Kollegen. Also erst noch ganz herzlich begrüßen. Schönen guten Abend Ihnen allen. Ganz grundlegend sind meine Eindrücke und meine Einstellungen jetzt, die ich aus den Verhandlungen im Allgemeinen gezogen habe, so wie sie auch von Anfang an geführt wurden, sind so, dass die Verhandlungen in Genf I, auch in der ersten Runde, wo es eigentlich erstmal noch um eine Übergangsphase ging, leider nur der Anfang zu einer Übergangsphase waren, schon was etwas waren, von überhaupt von dem Regime gänzlich abgelehnt wurde, von Anfang an. Es hat also keinen einzigen Schritt in diese Richtung getan. Also wir haben zwei sehr unterschiedliche Visionen, die sich da gegenüberstehen, die überhaupt nicht miteinander in Einklang zu sind. Also wir können hier jetzt noch 10 Handlungsrunden führen und dann überhaupt kein greifbares Ergebnis zeitigen, also zumindest auf der politischen Ebene, das jetzt mal zu sagen. In der Track 2 Verhandlungsrunde, wo also auf anderer Ebene sozusagen in Beratungszimmern oder in dem Zimmer der Zivilgesellschaft, wo also Beratungen geführt werden, abseits, so wird das ja jetzt gemacht, geht es ja im Wesentlichen jetzt darum, dass die Vertreter jetzt Vertreter der zivilgesellschaftlichen Organisationen sein sollen in aller ihrer Bandbreite. Seien es humanitäre Hilfsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen mit unterschiedlichsten Spezialisierungen. Als Zivilgesellschaft müssten wir ja eigentlich unabhängig sein und wir können zumindest sagen, dass wir versuchen, objektiv und neutral zu bleiben, was zumindest humanitäre Angelegenheiten angeht. Dann haben wir natürlich auch eine unmittelbare Zusammenarbeit mit Organisationen, die noch vor Ort sind, die auch in Gegenden noch sind, die unter dem Regime stehen. Und wir wissen also sehr genau, wie die Situation vor Ort ist. Und die Vertreter dieser Organisation haben natürlich ganz besondere Schwierigkeiten dabei, überhaupt erst einmal nach Genf zu kommen. Und wir wissen natürlich auch ganz genau, wie schwierig es denen dann fallen wird, irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Die Idee ist ja natürlich eigentlich, dass es in den Verhandlungen am Ende sozusagen eine übereinstimmende Lösung geben soll. Und diese Übergangsidee, denen sollten sich alle anschließen. Das ist eigentlich die Idee der Genfer Verhandlungen. Ich meine aber, dass wenn das aber dem Regime zugestanden wird, dass sie die Bedingungen der anderen Seite überhaupt nicht einmal zur Kenntnis nehmen und überhaupt schon gar nicht akzeptieren von Anfang an, dann können wir noch 10 Jahre lang verhalten und zu keinem Ergebnis kommen. Also sozusagen die eine Seite kann der anderen Seite einfach ein Veto erteilen und das war's. Also dann können wir ewig weitermachen. Gleichzeitig ist die Unabdingbarkeit der Tatsache, dass die Organisationen dem zustimmen müssen, obwohl sie sehr unterschiedliche Ansichten haben und sehr unterschiedliche Ausrichtungen sind, natürlich sehr schwer nachzuvollziehen. Wir reden hier ja nicht von irgendwas Politischem, sondern wir reden von Rechten, wir reden von etwas sehr Menschlichem, wir reden von Verbrechen, die jetzt begangen werden. Wenn wir also zu einem Ausgleich kommen wollen mit der Zivilgesellschaft, denen alle Organisationen zustimmen können, dann muss das natürlich auch für die Gegenden gelten, die unter dem Regime noch stehen. Aber das halte ich für völlig ausgeschlossen. Ich habe kein persönliches Problem da. Ich weiß, die sehr zu schätzen. Aber ich weiß, dass wir, wenn wir da Druck ausüben wollen und wenn wir wirklich zu einer sinnvollen Übereinkunft kommen wollen, also sagen wir mal zumindest logisch oder zumindest was rechtlich zulässig ist,
dann wird das letzten Endes dazu führen, dass ich dann auch viele noch ins Gefängnis wandern werden. Also ich würde sagen, dass das, was zumindest im Frauenrat Syriens stattfand, also bei aller Respekt, ist eigentlich nur etwas, was sehr oberflächlich ist, was eigentlich nichts Wirkliches zu sagen hat, was nicht die wirklichen Probleme, die behandelt werden müssten und über die man sich einigen müsste, betrifft. Also es wird sich nur sehr allgemein geeinigt und die wirklichen Angelegenheiten der Leute werden völlig außen vor gelassen. Die Frage der Gefangenen wird zwar vielleicht erwähnt, aber nur deshalb, weil es auf der anderen Seite eben auch Entführte gibt. Also, aber andere Themen werden nicht erwähnt und werden dann auch nicht verhandelt und werden dann völlig ignoriert oder auf den Sankt-Nimmerleins-Tag aufgeschoben. Also, und deswegen kommen sie dann überhaupt nicht zum Tragen. Es tut mir leid, wenn ich vielleicht etwas lang und umständlich war, aber. Vielleicht könntest du noch, bevor wir dann, bevor ich dann meine Frage an Herrn Krüger richte, ein Beispiel war ja auch, oder ein problematischer Fall war ja die Frauendelegation in Genf, die aus Regimeanhängerinnen und aus Regimegegnerinnen zusammengesetzt hat, wo sozusagen exemplarisch gezeigt wurde, jetzt versöhnt euch. Also die verfeindeten Seiten sollen sich jetzt, und wenn es dann Frauen sind, sollen sie sich zusammensetzen und die Versöhnung praktizieren. Vielleicht könntest du darauf noch mal kurz eingehen. Es gab ja auch Überlegungen, ob du daran teilnimmst an dieser Delegation. Du hast dich dann dagegen entschieden. Vielleicht kannst du uns da noch mal deine Einschätzung geben oder einfach beschreiben, was da eigentlich passiert ist. Exemplarisch für wie Druck auf Versöhnung jetzt gerade ausgeübt wird. Ja, ich gehörte zu dem Ausschuss, der, also dem Weiterverfolgungsausschuss des syrischen Netzwerks für Frieden und Demokratie von Frauen, das sozusagen als weibliches Beratungsgremium in den Verhandlungen zum Einsatz kommen sollte. Die Idee war, oder es wurde von uns eigentlich verlangt, dass also sozusagen gemäßigte Mittelleute in der Mitte zum Einsatz kommen sollten, also die sowohl von Seiten des Regimes als auch von der anderen Seite akzeptiert wurden. Vielleicht ist das verständlich und bis zu einem gewissen Grade auch akzeptabel, aber unter der Bedingung, dass wesentliche Themen aufgeworfen werden, dass also wirklich auch die Tatsachen aufgedeckt werden. Und dass letzten Endes es auch um Verletzungen von Rechten und Verstößen geht und dass es eben auch besetzte Gegenden gibt. Also es gibt 1 Million Syrer, die jetzt unter diesen Besetzungen und diesen Belagerungen leiden. Sie bekommen nichts zu essen, zu trinken. Sie können überhaupt dort kaum noch überleben. Also das würde ich tatsächlich als Völkermord bezeichnen. Und dann werden sie noch von oben bombardiert. Also das kann man einfach nicht akzeptieren, dass ein solcher Frauenrat zusammengesetzt wird, der derartig schwere Verstöße gegen Frauen und Kinder völlig ignoriert in Syrien. Ein anderes Beispiel wäre, dass das Frauenbüro der Vereinten Nationen zu einer Konferenz in Beirut eingeladen hatte. Ja, genau. UN Women. Also da wurden dann eine ganze Reihe von Frauen aus dem syrischen Inland im letzten Mai eingeladen. Eine Versöhnungskonferenz sollte das sein, also unter dem Slogan der Versöhnung, wo aber kein einziges Thema aufgeworfen wurde. Das ging es eigentlich nur darum, ständig sich zu beklagen und sich gegenseitig dann zu verzeihen. Ist das wirklich Frieden? Also ich glaube doch, dass Frieden zumindest ein Mindestmaß an Gerechtigkeit und Justiz verwirklichen sollte. Nach all diesem Preis, den wir schon bezahlt haben, mit Millionen von Toten, von Verletzten, von Verwundeten, die Hälfte der syrischen Städte sind komplett zerstört und auch die Infrastruktur fast komplett zerstört. Sollen wir dann einen Frieden auf diese Art akzeptieren? Die Menschen haben doch Rechte.
Es muss doch Gerechtigkeit geben. Zumindest sollte man dieses Gefühl dafür haben. Und zunächst einmal beginnt die Umsetzung von Gerechtigkeit dadurch, dass Menschen zur Rechenschaft gezogen werden für das, was sie getan haben. Und das kann natürlich nicht dadurch geschehen, dass wir den Leuten einfach pauschal alles verzeiht, wie das in der Konferenz der Fall sein sollte. Das wird nicht zu Frieden führen, sondern das wird zu noch mehr dem Gefühl führen, dass man unterdrückt ist, dass man außen vor gelassen wird. Und das wird zu immer noch mehr Gewalt und Extremismus führen. Und das, so werden wir nicht zu Frieden kommen. So ungefähr. Vielen Dank. Herr Krüsch, Geduld, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Die Frage stellt sich ja, also sozusagen, wir haben jetzt gehört, die Analyse ist, bei den Friedensverhandlungen geht es eigentlich nicht um einen Frieden für die syrische Bevölkerung, sondern offensichtlich geht es um Frieden für Assad. Wie würden Sie das einschätzen, diese Analyse? Können Sie die teilen? Und dann wäre es natürlich für uns interessant, wie ist die Position der Bundesregierung und welche Handlungsspielräume sehen Sie, dass Menschenrechte wieder auf die Agenda gesetzt werden, dass tatsächlich die Verhandlungen und auch die Gespräche in Genf eben nicht als Feigenblatt, also nicht als Plattform für das Regime und führen, sondern tatsächlich dazu führen können, dass endlich Hilfsgüter abgeworfen werden in Syrien, dass die ausgehungerten Gebiete, dass die Besatzung aufgehoben wird, dass medizinisches Personal nicht mehr bombardiert wird, dass es einen Waffenstillstand gibt. All das sind ja jetzt, ich zähle es nur noch mal ganz kurz auf, das passiert jetzt während der Verhandlungen. Das heißt, das Problem, dass wir vor dem wir ja stehen, ist, dass Vertreterinnen der Zivilgesellschaft langsam nicht mehr wissen, bedeutet, dass sie, wenn wir nach Genf gehen, dass wir dem Regime eigentlich eine Legitimation geben oder können wir tatsächlich nochmal auf die Durchsetzung der Menschenrechte drängen? Wie sehen Sie das? Ja, guten Abend. Erst nochmal vielen Dank. Und ich glaube, also, dass diese Veranstaltung sehr deutlich zeigt, dass Folter, sexuelle Gewalt eben sozusagen zur inneren DNA des Regimes immer schon gehörten, über Jahrzehnte. Und ich glaube, wir können uns gar nicht so ganz genau vorstellen, also diejenigen, die hier in Deutschland groß geworden sind zumindest, was das eigentlich tatsächlich mit Menschen macht, wenn sie über Generationen dieser Art von Gewalt ausgesetzt sind. Und es ist ja kein Zufall, dass sozusagen der Tropfen, der dann das fast zum Überlaufen brachte, die jungen Menschen in Dara sozusagen, ist ja sozusagen ein Folterbeispiel, wo die Leute dann auf die Straße gegangen sind. Also vielleicht kurz zur Erklärung, das war zu Beginn der Revolution 2011, wurden, glaube ich, 5 Kinder mit bis 12 oder 13 Jahren, die an die Wand gesprüht haben, wir wollen den Sturz des Regimes, gefoltert und wurden mit gebrochenen Knochen zu ihren Eltern zurückgeschickt. Und das hat die ersten Massenproteste in Syrien ausgelöst. Genau, aus diesen Gründen hat die Bundesregierung ja von Anfang an unter anderem, also gehört ja zu den Urhebern oder Gründungsinitiatoren der sogenannten Commission of Inquiry der Vereinten Nationen, die genau diese Art von Verbrechen dokumentieren soll, die nicht nach Syrien einreisen darf, aber die wir weiterhin sehr unterstützen. Wir unterstützen auch eine Reihe von Dokumentationen aus der Zivilgesellschaft, die sozusagen die Verbrechen des Regimes oder Hauptverbrechen in Syrien dokumentieren sollen, über zigtausende von Fällen, zehntausende von Fällen. Nur um das hier klarzustellen, aus Sicht der Bundesregierung hat Präsident Assad jegliche Legitimation verloren, dieses Land zu regieren. Eben nicht nur Assad, und ich finde, das wurde eben auch heute sehr, sehr deutlich, sondern natürlich auch seine Schergen und Helfer. Das ist aus unserer Sicht vollkommen klar. Syrien braucht einen tiefgreifenden Wandel. Und ich glaube, also diejenigen, die sich damit intensiver beschäftigen, wissen, dass die Bundesregierung seit eben Ausbruch des Konfliktes
auf sehr mannigfaltige verschiedene Weise die Opposition und die Oppositionsgebiete und die Menschen, die in den Oppositionsgebieten leben, unterstützen. Und ich muss sagen, es gehörte schon auch, also rein persönlich für mich, zu den vielleicht nicht überraschenden, aber doch irgendwie befremdlichen Momenten, als wir zum Beispiel bei einer Diskussion mit der von Humana Safe genannten Frauengruppe in Genf genau dafür kritisiert wurden, dass wir sozusagen zu einseitig auf Seiten der Opposition sind und dafür die Menschen auf der anderen Seite angeblich vergessen würden. Wer hat Sie da kritisiert? Also Mitglieder dieser Frauengruppe. Regimeanhänger. Ja, also ich teile die Menschen jetzt ja nicht immer nur ein nach irgendwie, ne? Es gibt natürlich alle möglichen Leute, aber Frauen, die, sagen wir, dem Regime deutlich näher stehen als der Opposition, ja. Und ich kann Ihnen sagen, Bundesregierung ist weit davon entfernt, irgendwelche Versöhnungskonferenzen zu machen, anzustreben oder Ähnliches. Also nicht, weil wir nicht an Versöhnung glauben, nicht? Das ist, glaube ich, nicht, ist, glaube ich, klar. Aber das ist, glaube ich, nicht der Moment. Es ist auch wahrscheinlich nicht wirklich überraschend, dass dieser Genf- und Wien-Prozess in einer tiefen Krise steckt. Vielleicht erläutere ich das nochmal, auch wenn es eine Minute dauert, nochmal ganz kurz sozusagen die Struktur. In Reaktion insbesondere ja auch des massiven russischen Eingreifens in den Konflikt im letzten Sommer ist es ja dann doch gelungen, sozusagen alle internationalen Akteure, die, wie würde man sagen, zum Unglück des syrischen Volkes ihre Finger in Syrien, im Syrien-Konflikt haben, an einen Tisch zu bringen. Das ist der sogenannte Wien-Prozess. Und die Idee war natürlich, damit eine Plattform zu schaffen für Verhandlungen zwischen den verschiedenen Seiten des syrischen Konfliktes. Und bislang ist es ja noch gar nicht zu echten Verhandlungen gekommen. Nicht? Also ja, ich habe, wie viele, manche andere, Humana auch und ihr Vater und manche andere hier auch, viel Zeit in Genf verbracht im ersten Hälfte dieses Jahres. Aber es gab ja im engeren Sinne noch keine Verhandlungen. Es gab die sogenannten Proximity-Talks, also Gespräche des VN-Sonderbeauftragten mit beiden Delegationen, die aber, Humana hat das absolut aus meiner Sicht zutreffend geschildert, eben darin verharrten, dass das Regime eigentlich jede Art von echter politischer Verhandlung verweigert hat. Und insofern, und man muss sich auch, nur damit klar ist, selbst wenn wir über Verhandlungen reden, reden wir aus Sicht der Bundesregierung jetzt nicht über ein äquidistantes Phänomen. Die Verhandlungsdelegation der Opposition, das ist eine, wie soll ich sagen, darüber gibt es eine ausgeprägte Debatte darüber, wer ist da drin, wer ist da nicht da drin und so weiter und so fort, darauf will ich nicht eingehen, aber sie besteht natürlich aus, wie soll ich sagen, sehr vielen, sehr heterogenen Gruppen, die sich aber, um es flapsig zu sagen, zusammengerauft haben, zusammengefunden haben, um echten politischen Wandel in Syrien zu erreichen. Die Verhandlungsdelegation des Regimes besteht, würde ich mal sagen, aus 2, 3, 4 Leuten, die sozusagen da sind, um politische Positionen zu vertreten, und die anderen, die darauf aufpassen, dass diejenigen, die reden, nicht etwas Falsches sagen. Nicht? Also insofern, glaube ich, darf man sich über den Charakter dieser bisherigen Stellungnahmen des Regimes keine Illusionen hingeben. Und genau deswegen sind wir natürlich jetzt in einer Krise, dass sozusagen in Genf ja noch nicht mal diese Proximity-Talks stattfinden, sondern versucht wird, wieder über Gespräche auf internationaler Ebene zu versuchen, genügend Druck zu erzeugen, sodass dann überhaupt die Vereinten Nationen die Chance haben, einen echten, genuinen Verhandlungsprozess zu erreichen. Und vielleicht letzter Satz, ich muss ehrlich gestehen, manche hier im Saal wissen das ohnehin, ich bin nicht unbedingt optimistisch, dass das gelingt. Ich glaube, die Chancen, das ist relativ klar, sind wahrscheinlich schlechter als 50%. Das muss man, glaube ich, wirklich so sehen. Dennoch glaube ich,
müssen wir versuchen, erstmal eine Verhandlungssituation herbeizubekommen, und wir sollten da auch noch nicht aufgeben, so schwierig das ist, wohl wissend, letzter Satz, dass während wir das alles tun, täglich Menschen gefoltert, vergewaltigt, gedemütigt und umgebracht werden. Mhm. Noch vielen Dank. Trotzdem noch mal die Frage, denken Sie denn, dass die Bundesregierung noch Möglichkeiten hat, mehr Einfluss zu nehmen? Weil die Kritik, die ja hier im Raum steht, ist, dass, oder die erstmal die Frage ist ja, wie kann das sein, dass das Regime mit allem, was es möchte, durchkommt, und welche Handlungsmöglichkeiten hat nicht zuletzt Deutschland als das mächtigste Land in Europa? Europa ist angetreten, Menschenrechte zu verteidigen. Das ist eine der moralisch-politischen Haltungen Europas gewesen. Wir hören jetzt, dass Europa sich für Menschenrechte nicht mehr relevant einsetzt. Die Ergebnisse oder die Situation in Syrien und das Agieren der syrischen Regimes zeigt das. Also wo ist dann noch Luft nach oben? Man kann doch jetzt nicht, man kann ja jetzt nicht einfach beim Status quo stehen bleiben, weil wie Sie ja zu Recht sagen, das Morden geht jeden Tag weiter. Ja, also erstens, ich kann also die Wahrnehmung nicht bestätigen, dass Europa, Bundesregierung sich für die Menschenrechte in Syrien nicht mehr engagiert, und ich glaube auch, sehe auch nicht genau, woher die Perzeption kommt. Das würde mich auch nochmal interessieren, dass sozusagen die Frage von Accountability, von Rechenschaft aus sozusagen dem Verhandlungspaket herausgenommen worden ist. Also das wäre sicherlich nicht, das kann ich hier sagen, unsere Haltung, dass das herausgenommen werden sollte. Und ich sehe auch noch nicht, wie soll ich sagen, dass das der Fall ist. Vielleicht können wir das noch mal präzisieren, Marcin. Vielleicht. Bis jetzt gibt es in Genf keine Verhandlungen. Selbst die offizielle Bezeichnung ist eben Geneva Talks und nicht Negotiation. Es gibt Vorbereitungsrunden, Auslotung der Meinungen, keine direkten Verhandlungen bisher. Und bis jetzt gibt es ebenfalls noch keinen klaren Referenzrahmen zu diesen Verhandlungen. Genf 1, Wien 1, Wien 2, die Kommuniqués, die Resolutionen des Sicherheitsrats, die syrischen Behörden definieren den Übergang völlig anders als die Art und Weise, wie die Opposition den Übergang definiert. Und bis jetzt hat das Büro des Sondergesandten nach Syrien immer versucht, die Definitionen aneinander zu nähern. Und selbst das ist noch nicht gelungen. Selbst die Verhandlungspartner sind nicht klar. Die Opposition verlangt eine ganz spezielle Gruppe, die von der Riad-Gruppe vertreten wird. Die Russen versuchen, weitere Delegationen da zu integrieren, wie die Moskauer oder Ehmimim-Gruppe oder die Kairoer Delegation. Selbst die kurdische Beteiligung an den Verhandlungen ist mit einem großen Fragezeichen besetzt, zur Beteiligung der Zivilgesellschaft. Bisher ist diese Beteiligung eher eine literarische oder eher eine moralische Beteiligung. Ich habe gehofft, dass wir in der Lage sein würden, die Natur der politischen Verhandlungspartner zu korrigieren, dass es nicht immer um Gewinn und Verlust gehen würde, dass es nicht um die Beteiligungsprozentsätze an der zukünftigen Regierung gehen würde und dass die ethischen, die Menschenrechtsfrage nicht untergehen, dass das syrische Interesse an vorderster Stelle bleibt. Aber leider Gottes, bis jetzt ist es dabei geblieben, trotz all dieser Hoffnungen, die meiner Meinung nach realistisch waren. Wir haben nichts Außerordentliches verlangt. Und ich erwähne nur als Beispiel, dass wir die Gefangenen zu diesem Thema haben wir
gefordert, dass nicht in den Festnahmezentren, dass in den Gefängnissen nicht weiter getötet wird, dass die Todesurteile der Sondertribunale, dieser Sondergerichtshöfe gestoppt werden. Ich glaube, dass diese Forderung sehr realistisch war. Das war für mich ein Mindestforderung. Aber trotz allem blieb diese Forderung unerhört. Warum habe ich den Eindruck, dass die Frage der Rechenschaft nicht mehr im Verhandlungspaket ist? Denn sie ist nicht im Genf I-Kommuniqué enthalten, auch in den Wiener Kommuniqués ist diese Frage nicht enthalten. Der Begriff Rechenschaft taucht dort nicht auf. Und auch während der Verhandlungen wurde immer betont, dass die Rechenschaft den Verhandlungsprozess sprengen würde, dass Rechenschaft den Zusammenbruch der Verhandlungen bedeuten würde. Deswegen hatten wir das Gefühl, dass wir eigentlich die Verantwortlichen für den Fortgang des Krieges sein würden, wenn wir weiterhin auf Rechenschaft pochen würden. Es geht nicht um Rache, es geht nicht um Racheakte gegen die Straftäter. Ich als Menschenrechtsaktivist, als ziviler Mensch und die meisten der Jugendlichen in der syrischen Gesellschaft, sie wollen sich nicht rächen, sie wollen Rechenschaft, eben um Racheakte zu verhindern. Und das ist natürlich eine Hauptforderung für jede politische Lösung. Wir wollen nicht, dass diese Gesellschaft nach einer gewissen Ruhepause in einen neuen Bürgerkrieg einstürzt, wenn dies durch Rechenschaft zu vermeiden sein könnte. Die Ansätze allgemein, das ist ein weiterer Grund. Es gibt keinen Staat unter den betreuenden Staaten der Verhandlungen, der explizit gesagt hat, dass Rechenschaft Teil der Justiz ist oder dass die Verstöße oder andersrum, es stimmt, dass kein Staat gesagt hat, dass wir explizit gesagt hat, dass wir die Rechenschaft vergessen sollten oder dass die Versöhnung einfach ohne weitere Rechenschaft geschehen sollte. Aber im April, wenn ich mich richtig erinnere, traf ich mich in Holland einem Premierminister eines europäischen Staates. Und während unser Gespräch zu Syrien hörte ich diesen Satz: Es ist nicht wichtig, wer Opfer und wer Täter ist. Wichtig ist, dass ihr zusammenlebt. Und diese Beschreibung, dieser Satz, den ich zu hören bekam, es ist nicht wichtig, es soll nicht wichtig sein, wer Opfer und wer Täter ist. Ich versuchte ihn daran zu erinnern, wir reden von 500.000 Opfern, 500.000, die gestorben sind, Millionen, die vertrieben wurden, Millionen, die zur Flucht gezwungen wurden, Millionen Verstümmelten. Wir reden von konfessionellen Dimensionen dieser Krise. Er sagte mir, ich kenne die Zahlen sind mir bekannt. Aber was heute wichtig ist, ist, dass ihr in Frieden zusammenlebt, ganz ehrlich. Ich habe ihm gesagt, es sind noch 10 Millionen Syrer in Syrien verblieben. Ich glaube, ihnen wäre lieber, mit ihnen hier zu leben, als mit ihren Tätern als Opfer dort weiterzuleben. Es geht nicht um einen Kinderkrach, um einen Streit zwischen zwei Kindern, um ein Spielzeug. Das ist keine Lappalie. Zur deutschen Bundesregierung. Ich glaube, ich bin nur noch am Leben, weil ich in Deutschland lebe. Die deutsche Regierung, und dafür bin ich sehr dankbar, hat mir einen Reisepass sofort gegeben. Aber es gibt hunderttausende Syrer, denen es ähnlich ergeht. Ich bin ganz herzlich dankbar für die deutsche Regierung. Aber es gibt hunderttausende von Syrer und Hunderttausende sind heute in Deutschland wegen dieser moralischen Position. Aber kann ich als Syrer sagen, dass es ausreicht? Leider kann ich ebenfalls nicht sagen, dass das ausreichend ist. Denn ich werde jetzt etwas weniger diplomatisch. Europa und ganz speziell Deutschland zahlen jetzt die größte Rechnung oder den größten Preis für diesen Konflikt. Sie nehmen die größte Zahl der Flüchtlinge auf. Sie
bietet auch die größte finanzielle Unterstützung an die Syrer, die noch in Syrien verblieben sind. Sie zahlen den Preis für die Erpressung der Türkei, damit die Syrer nicht weiter nach Europa reisen. Europa zahlt selbst den Preis der terroristischen Angriffe, wie wir das in Frankreich und in Brüssel gesehen haben. Europa zahlt den Preis dafür. Unschuldige Zivilisten, Europäer, die den Preis für die Politik im Nahen Osten zahlen. Und wenn es um Wiederaufbau geht, dann ist Deutschland und Europa an erster Stelle gefragt, dass sie da die Gelder bereitstellen für den Wiederaufbau in Syrien. Die Gelder der deutschen Bürger. Im Gegenzug dazu erhält Deutschland oder hat Europa oder die Europäische Union auch diese entsprechende Größe im politischen Verhandlungsprozess, der dem Preis entspricht, den sie zahlt, den Kosten entspricht, den sie zahlt? Ich glaube nicht. Die zwei Hauptpartner, die Amerikaner und die Russen, haben keine Flüchtlinge aufgenommen. Sie haben keine Kosten getragen. Ich meine politische und finanzielle Kosten. Ihre Regierungen haben getragen während ihrer Leitung des Prozesses. Und über die Jahre hinweg sehen wir nur Scheitern der beiden Länder. Ich wünsche mir von ganzem Herzen einen Erfolg der Verhandlungen. Ich wünsche mir, dass der Krieg, egal wie, in Syrien aufhört. Die Chance, dass Syrien als Staat weiterhin existiert, wird von Tag zu Tag geringer. Aber entspricht die Größe, die Verhandlungsgröße Europas der Größe des Preises, den Europa zahlt? Nein. Aber besitzt Europa die Karten dazu, die Druckmittel dazu, um Lösungen zu finden, um die Hauptpartner, Hauptparteien in diesem Konflikt dazu zu zwingen? Ich glaube ja. Vielleicht werden wir uns nicht einig über die Größe oder das Volumen dieser Karten. Vielleicht sprechen wir von 10-50%. Aber ich glaube nicht, dass Europa wirklich seine Mittel ausnutzt. Ich habe großen Respekt vor Bundesaußenminister Steinmeier. Wir haben seine Glaubwürdigkeit bereits erlebt, auch im Konflikt zwischen Hezbollah und Israel. Ich kann seine Politik sehr gut nachvollziehen. Das ist Wenn das deutsche Interesse für ihn im Vordergrund steht, natürlich kann ich das verstehen. Ich als Syrer muss mehr verlangen, weil für mich das Interesse meines Landes im Vordergrund steht. Aber das deutsche Interesse heutzutage ist mit dem Sieg über den IS verbunden. Und das bedeutet auch, dass wir eine gerechte, friedliche, eine politische Lösung in Syrien finden werden. Wir werden den IS nie besiegen, wenn wir kein Regime in Syrien haben, das von allen Syrern akzeptiert ist, dass alle Syrer gegen Daesh, gegen den IS vereinigen kann. Und solange Teile dieses Regimes noch übrig sind in Syrien, dann wird der IS weiter bestehen und der Terrorismus wird weiter bestehen. Wenn Deutschland und Europa ein richtiges Interesse daran haben, ihre Völker zu schützen vor dem Terrorismus, dann müssen sie sich besser einmischen, dann müssen sie mehr Druck ausüben, um eine gerechte politische Lösung zu finden, die ein Mindestgarantien für einen demokratischen Wandel gewähren, nicht nur die Präsenz der Täter noch weiter tolerieren. Wir müssen wirklich einen Mindeststandard gewähren. Und die Menschen brauchen eine wahre Rechenschaft, einen wahren Übergang, wenn es Deutschland und Europa wirklich daran liegt, die Flüchtlingsströme zu stoppen, dann müssen sie auch mehr tun, um die Gründe, um die Hintergründe zu lösen, weshalb die Menschen zu dieser Flucht gezwungen werden und sich nicht nur mit den Symptomen auseinandersetzen, eine Mauer an der türkischen Grenze zu bauen oder an der syrischen Grenze zu bauen. Es gibt Hintergründe und es gibt Gründe und wenn wir uns nur mit den Symptomen, mit den Folgen auseinandersetzen, dann wird es keine langfristigen Lösungen geben. Letzter Punkt wäre noch, wenn Deutschland sich wirklich für die Achtung der Menschenrechte einsetzen möchte und die Achtung der moralischen Werte, auf die sich ja die Aufklärung in Europa gestützt hat, dann muss es Partner in diesem Bereich werden, wo jetzt im Moment einerseits wir gefangen sind zwischen der Option nur, dass wir das Assad-Regime auflösen können oder auch die Extremisten bewahren können. Es tut mir leid, wenn ich jetzt doch ein bisschen ausführlich gewesen bin.
noch einmal an Sie, bevor wir dann nochmal bevor ich nochmal auf das Thema sexualisierte Gewalt und Zeugenschutz zu sprechen kommen möchte. Wie kommentieren Sie diesen Eindruck, dass Deutschland sein Gewicht nicht in die Waagschale wirft? Es gibt ja auch immer die Annahme, Deutschland hat ein sehr gutes Verhältnis zu Russland. Russland ist der Unterstützer des Assad-Regimes. Für mich hat das eine Plausibilität, aber vielleicht haben Sie dazu ja eine andere Einschätzung. Ja, also sehr gutes Verhältnis würde ich anders beschreiben. Das gilt sowohl zu Russland als auch zu Iran. Ja, wir haben vielleicht ein paar andere Gesprächskanäle. Ich fliege auch am Samstag zum Beispiel in Iran, um genau dort Gespräche zu Syrien zu führen. Aber wie soll ich sagen, das ist ein sehr gutes Verhältnis, fühlt sich schon sehr, sehr anders an. Vielleicht nur ganz aber kurz. Aber Deutschland hat doch Macht. Also es ist doch kein kleiner Fisch in den ganzen richtig. Verhältnissen. Also, vielleicht zwei, drei Punkte. Nur um es just for the record, weil gesagt wird, Deutschland oder Europa zahlt einen sehr hohen Preis. Ich würde eben die Flüchtlinge, die jetzt in Deutschland sind, nicht als Belastung sehen, sondern eher als Bereicherung Deutschlands. Und als Verlust vor allen Dingen für Syrien. Ich glaube, was Maaßen natürlich auch gesagt hat über die EU, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass wir uns, das ist ja nicht unvertraut, auch in anderen Politikfeldern innerhalb der Europäischen Union nicht einig sind. Und das Beispiel, was er da gebracht hat, ist ja ganz, ganz bezeichnend. Eine ganze Reihe von unseren europäischen Partnern haben sehr andere Positionen, insbesondere auch zur Frage eben Unterstützung der syrischen Opposition, Sanktionen gegen das syrische Regime zum Beispiel als die Bundesregierung und Frankreich zum Beispiel. Ich glaube, wir sollten trotzdem sehen, dass dieser Wiener Prozess insofern nicht ganz umsonst war, als er ja zum ersten Mal überhaupt eine verbindliche eine verbindliche Resolution des Sicherheitsrates, die 2254 vom 18. Dezember letzten Jahres, hervorgebracht hat, der jetzt sozusagen die Berufungsgrundlage überhaupt für diese beginnenden Vorverhandlungen überhaupt ist. Das hatten wir in den letzten 4 Jahren des Konfliktes ja noch nicht mal erreicht. Immerhin ist eben auch sowohl bei Genf I als auch in den weiteren Dokumenten ja mehrfach auch von zum Beispiel unabhängiger Justiz die Rede. Und natürlich ist unabhängige Justiz dann eben auch die Grundlage für Accountability, für Rechenschaft. Und ich würde auch sagen, dass dieser Prozess dann seit Dezember, Januar immerhin in Teilen Syriens zu einer Gewaltreduktion geführt hat, wohlgemerkt nur in Teilen. Tragischerweise, wir sehen es auch in einigen Teilen natürlich ganz anders, insbesondere in diesen Tagen in Aleppo, wo das Regime ganz bewusst versucht, sozusagen die Bevölkerung immer weiter einzukreisen und zu belagern. Es ist uns ja auch schon gelungen, durch den Druck, den wir aufgebaut haben, zumindest mehr humanitäre Hilfe in bestimmte belagerte Gebiete zu bringen als zuvor. Lange nicht genug. Wir wissen genau, dass zum Beispiel bei vielen humanitären Transporten die medizinischen Güter herausgenommen worden sind, teilweise die falschen Sachen geliefert worden sind und. Dennoch, insbesondere auch seit dem letzten Treffen, wo seitdem ja auch die Drohung sozusagen im Raum steht, eben weitere belagerte Gebiete auch per Luft zur Not versorgen zu wollen, ist doch die Erreichbarkeit mancher belagerter Gebiete mit sehr signifikanten und schrecklichen Ausnahmen etwas verbessert worden. Ich glaube, es führt uns, so wie die Dinge liegen, kein Weg dran vorbei, mit Russland und mit Iran und allen anderen eben zu versuchen, eine Verhandlungslösung zu erreichen.
wie gesagt, nicht, weil wir mit Russland und Iran einer Meinung sind, zu Assad und vielen anderen Dingen, sowohl in Syrien als auch sonst wie in der Region und in der Welt, aber weil es, glaube ich, illusorisch ist, anzunehmen, dass eine Lösung ohne Russland und ohne Einbindung von Russland und Iran in erreichbarer Nähe ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, und das prägt ja diesen Konflikt auch sehr stark, dass insbesondere die regionalen Spannungen zwischen Türkei, Iran, Saudi-Arabien, Katar und so weiter sehr viel dazu beigetragen haben, diesen Konflikt so immer schwieriger zu machen. Und genau da müssen wir ansetzen natürlich. Das dauert, das ist schwierig. Ich glaube dennoch, dass das die einzige realistische Option ist, die wir überhaupt haben. Ich denke, die unterschiedlichen Positionen sind deutlich geworden. Eine nächste Frage ist, gut, die Situation in Syrien haben wir beschrieben. Jetzt sind sehr viele Menschen geflohen. Wir wissen, alle Regierungen wissen, dass sehr viele Menschen, die geflohen sind, Opfer von Gewalt geworden sind. Was, und da würde ich gerne dich, Sema, fragen, ist denn dein Eindruck, wie die Versorgungslage von Opfern von Gewalt, von sexualisierter Gewalt, von Folter in den anderen Ländern ist, Türkei, Libanon, Jordanien und in Deutschland? Also wird denn sozusagen dann in friedlichen Gebieten genügend getan, um den Opfern wenigstens eine Versorgung zur Verfügung zu stellen? Wie ist da dein Eindruck? Leider versuchen wir sehr stark nach Versorgungszentren zu erkundigen und versuchen das auch zu recherchieren. Also seien es Frauen oder Männer, die sowohl Folter als auch Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind. Aber wir haben eigentlich bisher nicht feststellen können, dass es ein breit angelegtes Programm in einem Land überhaupt gibt. Mit Ausnahme eines sehr bescheidenen Projektes in Antakya, in Gaziantep, in der Türkei, wo einige Programme und Zentren von Syrern selber aufgebaut wurden, um psychologische Versorgung zur Verfügung zu stellen. Aber das sind alles nur sehr bescheidene Ansätze, die überhaupt nicht dem Bedarf gerecht werden können. Also insbesondere dem Bedarf an der Aufnahme von Folter und Opfern von sexueller Gewalt. Das sind ja sehr große Zahlen, mit denen wir da zu tun haben. Es handelt sich um Tausende von Fällen. Die brauchen wirklich Programme in den Aufnahmeländern für Flüchtlinge wie Deutschland oder andere Länder der EU. Ich denke, diese Länder müssten derartige Programme auflegen, um diese Menschen zu rehabilitieren und zu behandeln. Wer vor einer solchen Erfahrung geflohen ist, wird natürlich weiter darunter leiden und wird natürlich besondere Schwierigkeiten haben, in eine andere Gesellschaft sich zu integrieren, wenn er auch noch weit weg von seiner Familie und den Leuten ist, die er sonst kennt. Also er muss neue Sprache lernen, muss eine neue Kultur kennenlernen und wird dann ganz besondere Schwierigkeiten dabei haben. Und das wird sich natürlich auch negativ auf die deutsche Gesellschaft und die europäische Gesellschaft im Allgemeinen auswirken. Also man könnte die sicherlich auffangen. In den letzten Jahren, insbesondere in den letzten beiden Jahren, war es so, dass obwohl die sexualisierte Gewalt nicht zurückgegangen ist, sondern eher noch zugenommen hat in der letzten Zeit, vielleicht hat sich die Art und Weise etwas verändert, aber es ist eben angestiegen. Trotzdem finden wir es immer schwieriger, wirklich zu den Opfern vorzudringen. Vielleicht an den Grenzen werden Aktivisten aufgehalten oder es wird verzerrt, das Bild. Niemand hat es wirklich auf sich genommen, diese Menschenrechtsverletzungen so zu sehr zu dokumentieren wie die Syrer selbst. Die können das eigentlich nur selber tun. Wo beispielsweise Menschen in andere Länder geflohen sind und wo Opfer auch in anderen Ländern schon sind, finden wir es trotzdem immer noch sehr schwierig, zu ihnen zu kommen und sie zu erreichen. Und wir können auch ihnen keine Hilfe leisten. Auch der Hochkommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen hat es bisher leider nicht geschafft, die Fälle, die bereits dokumentiert sind, Hilfe kommen zu lassen. Nur lokale syrische Organisationen können das vor Ort teilweise schaffen und wir haben sehr da geringe Ressourcen. Also wir
können nur dokumentieren und dann nichts weiter tun. Was wir bräuchten, wäre eine Organisation oder eine Stelle, die diese Fälle tatsächlich dann entgegennimmt, die sie übernimmt, weil das, wenn man das nicht tut, eben sehr, sehr negative Auswirkungen haben kann. Wenn man das zunächst nur dokumentiert und dann nicht weiter verfolgen kann, müsste man zumindest sicherstellen können, dass zumindest die gesundheitliche Situation dieser Opfer behandelt wird. Gesagt, dass jetzt, du hattest es angesprochen, es wird auch immer für Syrer immer schwieriger, Syrerinnen immer schwieriger, zu Gewaltbetroffenen zu kommen. Und das ja auch nicht zuletzt aufgrund der Visasituation. Du hattest gesagt, dass du eigentlich kaum noch Visa bekommst. In der Türkei, Libanon kommt man als Syrer, Syrerin gar nicht mehr rein. Das heißt, das führt natürlich auch dazu, dass der Bewegungsspielraum immer geringer wird und die internationale Hilfe immer dringender wird. Ein weiterer Aspekt, und dann werde ich auch öffnen für das Publikum, aber das würde ich gerne noch Mazen fragen, der Opfer- oder Zeugenschutz ist ja auch ein ganz, also du bist ja sozusagen der Experte oder dein Lebenswerk ist Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen. Aber dafür müssen eben auch Leute aussagen und die müssen geschützt werden. Wie ist denn dein Eindruck in der europäischen Regierungen, wie das geleistet wird und was ist vonnöten? Sie kommen gleich dran. Danke. Ich möchte nur noch etwas herausheben, von dem Sima eben gesagt hat, dass es keine Folteropferbehandlungszentren gibt. Ich denke, es gibt hier aber auch ein Problem. Manchmal hat man natürlich die Möglichkeit in den Aufnahmeländern, aber wir wissen nicht, wie wir da hinkommen können und wie wir das nutzen können. Ich denke, in Deutschland gibt es ja spezialisierte Zentren, die auch Flüchtlingen offen stehen würden, um sich dort behandeln zu lassen. Also ich beispielsweise nehme an einem kostenlosen Programm selbst teil. Ich denke, ich halte es für gut. Also ich glaube, mir geht es nach und nach tatsächlich besser, um das mal so zu sagen. Also es gibt Möglichkeiten, Angebote, aber manchmal wissen die Flüchtlinge nicht, wie sie darauf zugreifen können, wie sie da rankommen. Vielleicht nicht, vielleicht weiß das Auswärtige Amt Andreas dann noch etwas mehr dazu zu sagen, aber ein Teil der von den Flüchtlingen, die in Heimen untergebracht sind, also in Aufnahmezentren, gibt es sicherlich, glaube ich, auch Behandlungszentrum für speziell Folteropfer. Aber vielleicht werden die vom Bundesinnenministerium eingerichtet. Vielleicht gehört das nicht in ihren Zuständigkeit als Auswärtiges Amt. Vielleicht wissen sie deshalb nicht so genau darüber Bescheid. Aber also vielleicht möchte ich, das ist einer der wenigen Fälle, wo ich jetzt hier mal die Regierung in Schutz nehme. Was den Zeugen- und Opferschutz angeht, in Syrien wissen wir natürlich, dass der Konflikt jetzt noch Jahre sicherlich weitergehen wird, leider, und jetzt auch schon Jahre läuft. Nichtsdestotrotz gibt es sehr wesentliche Dokumentationen, insbesondere was die Kollektivverbrechen angeht, also die insbesondere im ersten Jahr stattfanden, die vielleicht ein Schlüssel für das Verständnis der Entwicklung in Syrien zur Benutzung von immer extremerer Gewalt darstellen können. Aber nichtsdestotrotz haben wir eben immer noch eine ganze Menge von Zeugen, die schon getötet worden sind, die nicht professionell aufgezeichnet ihr Zeugnis abgelegt haben. Da bräuchte man wirklich noch Staaten, die unmittelbar in Kontakt mit diesen Menschen treten können. Also viele Nachweise müssten noch professionell aufgearbeitet werden. Es gibt keine festen Regeln, wie sie gesammelt werden können und wie sie dann auch letztlich so aufbereitet werden können, dass sie vor ordentlichen Gerichten oder insgesamt international sinnvoll eingesetzt werden können. Dann hat es natürlich auch mit der Dauer des Konfliktes zu tun. Beispielsweise sind Opfer, die insbesondere etwas mit der Frage von Frauen und sexualisierter Gewalt zu tun haben und sexueller Belästigung, da gibt es auch so eine Art von
persönlicher Ablehnung und auch soziale Ablehnung. Sima hat ja viel von der Stigmatisierung gesprochen, wie Frauen stigmatisiert werden von der Gesellschaft. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass wir nur sehr schwer diese Mentalität und diese Kultur in der orientalischen Gesellschaft ändern können, dass sie tatsächlich öffentlich bereit sind zu bezeugen, Leute, die so etwas erlebt oder mitbekommen haben. Aber ich denke, dass es in Syrien nichtsdestotrotz ausreichend Beweise dafür gibt, in großem Ausmaß, die auch dokumentiert sind, zu allen Arten von Verbrechen. Das zentrale Problem liegt aber vielleicht darin, dass diese Beweise, wie Sima auch gesagt hat, so genutzt werden, dass sowohl die Opfer als auch die Verbrecher, die Begeher dieser Verbrechen, das Gefühl haben, dass sie da völlig straffrei letztendlich herauskommen können. Also wir müssen uns überlegen, wie können wir diese Dokumente tatsächlich so nutzen? Und hier möchte ich insbesondere zu dem Deutschen Zentrum für Gerechtigkeit und Rechnung, also dem Europäischen Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte danken, dass sie vor zwei Tagen einen zweitägigen Workshop zu diesem Thema abgehalten haben, wo wir uns sehr ausführlich über dieses Thema unterhalten haben, wie wir auch insbesondere das Thema angehen können, dass einige der Verbrecher auch unter den Flüchtlingen sich befinden und wie können wir vielleicht auch an gerade erst zunächst einmal die rankommen, die eine doppelte Staatsangehörigkeit haben. Also es gibt Versuche von Seiten der Zivilgesellschaft, dass es Organisationen und Zentren gibt, auch auf der Regierungsseite, denen wir völlig vertrauen, dass sie völlig objektiv sind und wertfrei das Ganze betrachten. Aber international gesehen sehen wir weniger, dass das der Fall ist. Und bis jetzt gibt es leider kaum greifbare Ergebnisse. Ich weiß nicht, ich war von wegen Programme von Opfern von Gewalt. Ich weiß, dass es ein Programm gibt für Jesidinnen, wo sich die Bundesregierung sehr stark gemacht hat. Wissen Sie noch von weiteren Programmen? Ja. Also wir haben natürlich Zentren, aber es gibt Zentren, aber die haben überhaupt nicht die Kapazität, das zu leisten, was nötig wäre, einfach von ihrer Ausstattung her. Daher nochmal die Frage nach Programmen. Also vielleicht nur ganz kurz zwei Punkte eben, weil ich bin sicher, da auch viele Menschen aus dem Publikum ja auch Fragen haben. Zum einen, um auf den letzten Punkt von Maaßen zuerst einzugehen, es gibt ja Organisationen, zum Beispiel wie das Center for International Justice Accountability, also CIJA, die, ich habe eben nochmal gerade geguckt, ich glaube 680.000 Regimeangehörige inzwischen sozusagen listen und sozusagen deren Verbrechen nachgehen. Das ist ja keine kleine Zahl. Und bei herausgehobenen Fällen quasi Akten anlegen, die, wenn es dann die Möglichkeit geben sollte, quasi sofort gerichtsfertig sind. Also insofern gibt es da durchaus internationale Organisationen, NGOs, die sich sehr detailliert und mit sehr viel auch, das sind teilweise Leute, die früher in Den Haag gearbeitet haben, die sich da auch mit sehr viel juristischem Sachverstand genau diesem Problem widmen. Das Zweite ist, es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Organisationen, Institutionen, NGOs, Verbänden, die sich dieser Frage eben psychosoziale Hilfe, Traumata, aber natürlich auch zum Beispiel medizinischer, also Versorgung, weil manche Leute, manche Folteropfer haben ja auch einfach, die brauchen Prothesen und so weiter, dass das in Anbetracht der großen Zahlen nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein wirkt, ist mir völlig, glaube ich, mir bewusst. Ich glaube, was eine Anregung, die ich auch aus dieser Diskussion mitnehme, ist, dass wir vielleicht auch noch mehr tun müssen, über die entsprechenden Netzwerke diese Dinge dann für diejenigen, die es wirklich dringend brauchen, auch noch bekannter zu machen. Ich glaube, da gibt es sicherlich manchmal Menschen, die etwas suchen und das es vielleicht auch gibt, aber einfach nicht wissen, wo es ist. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und es gibt, letzter Punkt, immerhin
mindestens, also das sind die Fälle, die mir bekannt sind, ich meine, Auswärtiges Amt ist ja, wie soll ich sagen, auch nicht die zentrale Überwachungsbehörde für alles, was in Deutschland passiert, aber es gibt immerhin mindestens zwei laufende Verfahren mit Bezug auf Folter bzw. sexualisierte Gewalt vor deutschen Gerichten, die gerade laufen, wo Personen genau diesen Verbrechen schon angeklagt sind. Und, aber das sind eben noch laufende Verfahren. Ne? Aber immerhin, also wo solche Fälle dokumentiert sind und wo wir diesen Menschen habhaft werden, auch wenn sie in Deutschland sind, dann setzen wir uns natürlich auch dafür ein, dass sie vor Gericht gestellt werden. Dann zwei Verfahren haben wir schon. Dann würde ich jetzt um Ihre Fragen bitten. Fassen Sie sich kurz einfach, damit möglichst viele Fragen hier beantworten können auf dem Panel. Sie hatten sich als erstes gemeldet, hier vorne. Das Mikrofon kommt, kleinen Moment. Hier, der am Rand. Ja, guten Abend. Mein Name ist Patrick Roker vom gerade erwähnten European Center for Constitutional and Human Rights. Wir arbeiten daran, dass wir eben Fälle von unter anderem sexualisierter Gewalt oder anderen Kriegsverbrechen oder Menschheitsverbrechen vor Gericht bringen. Zunächst mal, um Sie zu korrigieren, Herr Krüger, es gibt ein Urteil seit gestern genau zu einem Verfahren mit Syrienbezug, das hat nichts mit sexualisierter Gewalt zu tun. Ein anderes Verfahren, wo eine Anklage jetzt eingereicht wurde, was ab August verhandelt wird, da spielt sexualisierte Gewalt auch keine Rolle. Und was ein unterbelichteter Aspekt ist, finde ich bisher, wir müssen eigentlich gar nicht bis nach Den Haag gucken oder auch gar nicht auf Organisationen wie unsere bauen, um diese Fälle vor Gericht zu bringen, sondern wir haben auch eine Staatsanwaltschaft in Deutschland, die Generalbundesanwaltschaft, die durchaus zuständig ist für Verfahren dieser Art. Wir haben das Völkerstrafgesetzbuch, das heißt, es können also auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen dieser Arten von Verfahren in Deutschland können hier geführt werden. Es gibt die universelle Zuständigkeit dafür, aber es gibt verschiedene Hindernisse, diese Verfahren in Deutschland zu führen. Und eins davon ist, dass die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte dort sehr, sehr begrenzte Kapazitäten nur haben. Also es gibt insgesamt 16 in Deutschland zuständige Staatsanwälte und Polizeibeamte, die sich damit auseinandersetzen für alle Völkerrechtsverbrechen weltweit. 16 Stück. Die sind bei der Generalbundesanwaltschaft und beim BKA, das heißt, die müssen also alles machen, von den Ermittlungen bis hin zu den Anklageschriften und der Vertretung in den sehr langwierigen Verfahren. Und das ist, denke ich auch, das betonen wir auch immer wieder, ein Umstand, den man durchaus ändern könnte, weil, wie gesagt, die juristischen Voraussetzungen, die rechtlichen Voraussetzungen dafür sind gegeben. Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt seit 2012 zu Syrien in einem sogenannten Strukturermittlungsverfahren. Das heißt, es wird breitflächig alles, was zum Beispiel auch wir an Informationen dort einspeisen, wird sehr interessiert aufgenommen. Aber es fehlen unter anderem schlichtweg die Kapazitäten, um mehr von diesen Verfahren zu führen, die dann auch tatsächlich sich auf sexualisierte Gewalt beziehen und nicht wie bisher nur auf Kriegsverbrechen von Leuten, auch das vielleicht noch am Ende erwähnt, derer man zufällig hier habhaft geworden ist. Das Verfahren, was jetzt in Frankfurt zu Ende geführt wurde, das ist ein 19-Jähriger, der in den Dschihad gezogen ist und dort auf Facebook ganz furchtbare Bilder gepostet hat von Sachen, die er begangen hat. Und der dann wieder zurückgereist ist. Und das ist dann natürlich für einen Staatsanwalt ein relativ leichtes Verfahren, das so zu führen. Und diese Leute müssen natürlich auch bestraft werden. Aber das, was mehrmals gesagt wurde, vor allem von Sema und von Mazen öfter, dass wir eine Art von systematischer und strategischer Aufarbeitung von Menschheitsverbrechen und insbesondere von sexualisierter Gewalt brauchen, daran ändern diese Verfahren nichts. Und daran könnte man mit relativ wenig Mitteln schon sehr viel ändern. Danke. Hier vorne. Ibrahim Al-Qasim, syrischer Anwalt. Ich bin Praktikant am European Center for Constitutional and Human Rights.
insbesondere was die Rechte der syrischen Gefangenen angeht. Ich bin Anwalt Ibrahim al-Qasim und Mitglied des Komitees zur Verteidigung von politischen Gefangenen und zurzeit Praktikant am European Center for Constitutional and Human Rights. Ich möchte eine Frage an Sima Nassar stellen. Was sind die wichtigsten Schwierigkeiten und Herausforderungen, mit denen die Forscher während der Dokumentierung begegnet sind in Syrien? Und ich möchte eine andere Frage an Mazen stellen, da er selber Gefangener in geheimen Gefängnissen war, Regimegefängnissen. Was war der Unterschied im Umgang zwischen beiden, zwischen den geheimen Gefängnissen und den offiziellen Geheimnissen? Und eine Frage an Herrn Krüger: Von Anfang der Revolution an hat die NATO Statements abgegeben, dass es keine militärische Intervention geben würde, als gäbe es diese Forderung, als stünde die Forderung in der Luft, dass die NATO sich militärisch einmischt. Aber diese Statements waren, kann man sagen, dass sie ein grünes Licht waren für das Regime, dass es weiterhin zivile Regionen beschießen wird, dass es weiterhin all diese Verstöße ausüben kann. Und während dieser Gespräche, die nicht mal als Verhandlungen bezeichnet werden können, fehlt eigentlich eine UN-VN-Resolution, die alle Parteien dazu verpflichtet, den Zugang für menschliche, humanitäre Leistungen zu erleichtern. Und jetzt sehen wir nochmal, dass das Regime weiterhin die Hilfszufuhr blockiert. Jetzt erstmal an. Die Schwierigkeiten bei der Dokumentierung nicht nur von sexualisierter Gewalt, sondern von allen Verstößen, das ist natürlich eine sehr große Herausforderung. Allererstens sind wir daran gehindert, vom Recht her zu dokumentieren. Das ist als Straftat betrachtet und das ist die erste Herausforderung. Das heißt aber auch, dass die Zeugen und die Opfer immer Angst haben davor, mit Aktivisten, mit Forschern zu sprechen und ihnen bei der Dokumentation zu helfen. Der zweite Punkt: Am Anfang gab es vielleicht eine Motivation für die Überlebenden, für die Opfer, über diese Verstöße zu berichten, damit sie bei der Veröffentlichung und der Öffentlichmachung dieser Verstöße helfen. Und vielleicht war aber die Nutzung von chemischen Waffen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, nach der Nutzung von chemischen Waffen vor den Augen der gesamten Welt und nachdem das nicht geahndet wurde, haben viele Leute die Hoffnung komplett aufgegeben. Sie haben überhaupt nicht mehr berichtet von diesen Verstößen. Das habe ich ein Opfer der sexualisierten Gewalt, sie wurde vergewaltigt im Gefängnis und sie hat ihre Geschichte auf Facebook erzählt, wollte aber nicht Teil des Dokumentationsprozesses werden, denn sie sah darin kein Ziel, keinen Zweck eigentlich dafür, weil sie keine Hoffnung darin sah, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen würden. Sie hat gesagt, sorgt einmal für Rechenschaft gegen die chemische Waffen eingesetzt haben. Und ich bin bereit, auf die Rechenschaft gegen meine, die Verstöße gegen mich eigentlich da zu verzeihen. Und viele andere haben Angst, von Entführungen zu erzählen, weil sie Angst eben um ihre entführten Kinder haben, weil Lösegeld verlangt wird, weil sie nicht wissen, weil sie keine Gewissheit darüber haben, wo ihre Kinder sind. Und da haben sie Angst, mit Menschenrechtsorganisationen zu sprechen. Manchmal rufen wir die Menschen dazu auf, mit uns zu reden über soziale Medien, aber viele Familien, viele Elternpaare haben Angst, dass die Kinder dann Opfer von Folter werden, wenn die Geschichte bekannt wird. Und wie gesagt, gibt es einen engen Zusammenhang zwischen diesen Verstößen, diesen Straftaten und der Frage der Ehre. Jeder, der entführt oder verhaftet wird, wird als potenzielles Opfer von sexualisierter Gewalt angesehen. Und deswegen wird es eben überhaupt nicht erzählt, dass sie festgenommen wurden. Viele
Wir konnten viele Menschen erreichen, die Hilfe brauchen, nur weil sie eben Hilfe gesucht haben für die Behandlung und nicht, weil sie reden wollten. Nur dadurch konnten wir diese Menschen erreichen. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Herausforderungen. Und natürlich auch, was ich gerade eben erwähnt habe, der Zugang zu den Opfern. Auch wenn wir diesen Zugang finden und sie lokalisieren können, gibt es Schwierigkeit, wirklich den Zugang zum Reden zu diesen Menschen zu erlangen. Einen Punkt möchte ich zur Dokumentation nochmal erwähnen. Wir haben in den letzten 5-6 Jahren große Dokumentationsarbeit geleistet. Wir haben viele Berichte und Daten von Menschen gesammelt, von Opfern, auch von Gefangenen. Und trotz allem, trotz dieser Dokumentationsarbeit, sind das vielleicht weniger als 40% der wirklichen Verstöße, die passiert sind. Der Prozentsatz ist sehr gering, auch vor allem unter den Menschen, die Opfer von erzwungenem Verschwinden sind, von denen wir bis heute nicht wissen, wo wir sind. Ich habe vielleicht 4000 Fälle von Frauen, die festgenommen waren, dokumentiert, alles mit Datum der Festnahme, Ort, Datum und Name der Frauen. Und trotzdem gibt es keine Frau, mit der ich gesprochen werde, die nicht von 10 Namen erzählt hat, die ich nicht kenne, die in keinem Bericht auftauchen, die in keiner Datenbank einer Menschenrechtsorganisation auftauchen. Und die meisten der Menschenrechtsorganisationen verlassen sich auf die, die freigelassen wurden, um Informationen von anderen zu erhalten, die weiterhin in den Gefängnissen sitzen. Denn die Familien, die Angehörige reden nicht darüber, sie berichten nicht darüber und wir haben sonst keinen Zugang zu diesen Informationen. Es tut mir leid, ich habe den Namen des Zentrums vorhin falsch gesagt. Das sind der European Center for Constitutional and Human Rights. Der Unterschied zwischen den geheimen und den offiziellen Regimegefängnissen, es gibt einen großen Unterschied. Das Verhaftungssystem in Syrien ist etwas kompliziert. Die Sicherheitsbehörden nehmen die Gefangenen zu den Ermittlungszentren oder Verhörzentren fest innerhalb der Sicherheitsbehörde. Das geschieht ohne jeden Richterbeschluss. Das brauchen sie überhaupt nicht. Die Menschen werden einfach festgenommen und beziehungsweise verhaftet, erst festgenommen, ohne Anwälte, ohne Richterbeschluss. Dann werden sie zur zuständigen Behörde zur Ermittlung geschickt. Das sind die Zweige der Sicherheitsbehörde. Sie haben ihre Gefängnisse innerhalb der Geheimdienstzwerge. Das sind Kellergefängnisse, Einzelhaftanstalten, Einzelhaftzellen. Aber heute, aufgrund eben der großen Zahl, werden sie jetzt für die normalen Festnahmen aufgrund von politischer Aktivität und so weiter, aber aufgrund der jetzigen Revolution, und das Problem ist natürlich, dass es keinen Platz mehr gibt und deswegen werden da eben die Gefangenen in diesen Gefängnissen gehäuft. Eine Großzahl der Menschen, die gestorben sind, sind daran gestorben, dass eben die gesundheitlichen Umstände, dass sie an Atemnot gestorben sind, dass eben überhaupt kein Platz dafür ist, dass sie nicht dafür vorgesehen sind, dass man da längerfristig festgehalten wird. Das heißt, es wird ermittelt, es wird gefoltert, aber bis zu diesem Punkt wird eigentlich der Mensch dem Richter nicht vorgeführt. Es gibt aber auch Festnahmezentren und das sind geheime Festnahmezentren, wie ich zum Beispiel den Zweig 4 genannt habe. Zweig 4 hat ein geheimes Festnahmezentrum. Das sind Gebäude, die von außen überhaupt nicht diesen Anschein erwecken, dass sie Gefängnisse haben. Im Zentrum von Damaskus, unterhalb eines öffentlichen Parks. Das waren vielleicht Minen, die früher benutzt wurden bis zu den 60ern, die aber jetzt als Festnahmezentrum benutzt werden. Manchmal sind es Schulen, manchmal sind es ganz unterschiedliche Gebäude. Die Zustände dort sind sehr schlecht. Es gibt überhaupt keine staatliche Aufsicht. Das heißt, die Offiziere können sich austoben, sage ich mal so. Sie können die Gefangenen so demütigen, wie es ihnen gefällt, wie es sie vergnügt. Und das ist aber weiterhin
das sind die staatlichen Sicherheitsbehörden. Das heißt, das sind immerhin die besseren Gefängnisse. Denn die anderen Gefängnisse, die den Milizen gehören, wie die Nationale Wehr oder die Hezbollah, die ausländischen Milizen, Hezbollah, Abul Fadl al-Abbas und alle weiteren ausländischen Milizen, die haben auch ihre Gefängnisse, die haben auch ihre Verhörzentren. Und mit ganz unterschiedlichen Bezeichnungen, sehr viele Bezeichnungen dafür, für diese Milizen. Und die Lage ist da weitaus schlimmer, denn da besteht überhaupt keine rechtliche Aufsicht oder staatliche Aufsicht über diese Gefängnisse. Und die waren auch nicht Teil der staatlichen Struktur. Das heißt, da gibt es überhaupt keine Maßstäbe, die eingehalten werden könnten beim Verhör und bei den Ermittlungen gegen diese Gefangenen. Aber jetzt... Und da gibt es auch die meisten Todesfälle in den Gefängnissen. Wenn der Gefangene Glück hat, dann wird er an ein Sondergericht weitergeleitet, sei es jetzt ein Terrorismusgericht oder Militärgericht. Und dann kommen sie ans Sydney-Gefängnis. Da, obwohl dieses Gefängnis eigentlich ein offizielles ist, da ist aber doch die Sterberate da sehr hoch, weil die Zustände sehr schlecht sind. Und dann gibt es auch die zentralen Gefängnisse, wo die Zustände etwas besser sind, wo es auch Besuchszeiten gibt, wo man auch einen Anwalt von einem Anwalt aufgesucht werden kann, wo man auch Notwendigkeiten kaufen kann. Ich könnte sehr lange darüber reden. Es gibt auch weitere Unterteilungen für diese Gefängnisse. Gut, Herr Krüger, es gab noch eine Frage an Sie, einfach mit der Bitte, sich kurz zu fassen, weil ich würde gerne noch ein, zwei Fragen von Ihnen nehmen. Also vielleicht hat die NATO grünes Licht gegeben, dadurch, dass sie eine Intervention frühzeitig ausgeschlossen hat. Das war, denke ich, die Frage. Ja, also das, ich, vielleicht noch ganz kurz, trotzdem einfach aus, es gibt ja natürlich eine Gewaltenteilung in Deutschland, aber trotzdem, nach meinen Informationen gibt es tatsächlich zwei Fälle, nicht den Fall, der gestern zum Abschluss gekommen ist, vor Gerichten, wo es konkret um sexuelle Gewalt geht. Aber das kann man sicherlich nach der Diskussion nochmal vertiefen. Zweitens, weil das auch eine Frage war, die an mich gerichtet war, natürlich, es gibt diese UN-Sicherheitsratsresolutionen, in denen sozusagen die humanitären Zugänge festgeschrieben sind. Das Problem ist, dass wir sie bislang nicht durchsetzen können, aber nicht, dass es diese Resolutionen nicht gibt. Und ich glaube, ein Satz zu Masen, bei den Bemühungen, diese Menschen jetzt frei zu bekommen, gibt es natürlich eine extrem große Gefahr, dass das Regime und seine Schergen lieber Zeugen tötet, als sie in sogenannte ordentliche Gefängnisse zurückzuführen. Niemand macht sich, glaube ich, Illusionen darüber, wie unordentlich die ordentlichen Gefängnisse sind. Auch das sind schreckliche Institutionen. Aber sozusagen der Versuch, diese Menschen aus diesen Folterkellern verließen, wo sie überhaupt völlig verschollen sind, sozusagen überhaupt erstmal wieder in ein System zurückzubekommen, wo man weiß, wo die sind, ist eine besonders gefährliche Periode, weil natürlich die Versuchung sehr groß ist, diese Zeugen für die Verbrechen des Regimes einfach umzubringen. Nicht? Und insofern sind das sehr, sehr, sehr schwierige Verhandlungen, die uns da bevorstehen. Jetzt zu der eigentlichen Frage, die ich beantworten sollte. Ich persönlich bin der Auffassung, dass, also A, ich glaube nicht, dass Russland deswegen eingegriffen hat in den Konflikt, also es war schon die ganze Zeit natürlich Teil des Konfliktes, aber in dieser potenzierten Form letzten Sommer, weil die NATO deutlich gemacht hat, dass sie sich nicht als Konfliktpartei sieht. Ich glaube, dass Russland deswegen eingegriffen hat in den Konflikt, weil Russland erkannt hat, dass wenn es das nicht tun würde, das Regime nach innen zusammenbrechen würde. Und ich glaube auch, dass Russland merken wird, dass ganz egal, wie viele Bomben sie abwerfen über Syrien, dieses Regime auf Dauer nicht zu retten ist, weil es von innen sozusagen völlig verrottet ist. Und auch das kann man, glaube ich, wenn man sich mit den Details beschäftigt, sehr deutlich sehen. Die frustrierende
Frage ist, wie schnell gelingt es uns, die Russen davon, Russland, die russische Regierung davon zu überzeugen? Ich glaube, das ist sozusagen die Frage. Ich glaube, dass auch die Russen merken werden, dass eine militärische Lösung des Konfliktes letzten Endes nicht gelingen wird. Fragen? Hier hinten ist eine Wortmeldung. Tito, do you have a question? Okay, jetzt. Ich habe lange Zeit bei Amnesty International gearbeitet und wollte nur eine kleine Anmerkung nochmal machen, dass es sehr wohl eine ganze Reihe von Zentren für Folteropfer gibt und die Frage wahrscheinlich ist, ob sie nicht viel mehr unterstützt und besser ausgestattet werden müssten. Das sind vorwiegend kirchliche bzw. humanitäre Organisationen, die diese Aufgabe übernommen haben. Es gibt aber eins, und das ist hier vielleicht nicht ganz so bekannt, eine Möglichkeit, eine neue Initiative, von der ich weiß, die versucht, mit syrischen Ärzten und Psychologen etwas aufzubauen, weil es ja ein ganz großes Sprachproblem gibt. Es sind die wenigsten in Deutschland, die Arabisch sprechen und es sind die meisten Folteropfer, die nicht Englisch oder schon gar nicht natürlich Deutsch sprechen. Und deswegen versuchen die zusammen mit syrischen Ärzten, die Englisch sprechen, ein Netzwerk von solchen Menschen aufzubauen, die dann wiederum Folteropfer betreuen können. Gibt's und das ist vielleicht auch was mehr politisch. Gibt es einen Namen dafür? Habe ich jetzt leider nicht im Kopf, aber ich kann nicht der Böll-Stiftung schicken, also kann ich eine Mail schicken. Okay. Und das ist aber vielleicht auch was man vielleicht, wenn man da jetzt mal Erfahrungen gesammelt hat, das verallgemeinern könnte und vielleicht in einem größeren Maßstab deutschlandweit propagieren oder einrichten könnte. Dankeschön. Noch Fragen? Warten Sie es. Gesundheitslotsen. Ah, Gesundheitslotsen ist der Name. Dankeschön für die Information. Man versteht Sie nicht und Sie müssen auch ins Mikrofon sprechen, damit die Übersetzung gewährleistet ist. Also ich glaube, der Name ist Gesundheitslotsen, also das ist der Name vom Programm. Das ist an einen Verein angekündigt. Da weiß ich aber auch gerade nicht genau, wie der Name ist. Vielleicht, okay, wir recherchieren das nach Cum e.V. oder sowas. Okay, ja. Okay, die Frage war ja aber nach staatlichen Programmen und da ist momentan einfach noch nichts da. Dem muss ich widersprechen. Es gibt eine ganze Reihe von Programmen, die von der Bundesregierung unterstützt werden. Nicht, aber wie gesagt, dass das nicht den Bedarf deckt, glaube ich, will ich auch sagen. Okay, aber dann danke ich Ihnen für die Präzision. Wir müssen den Bedarf, also wir müssen sozusagen die Kapazitäten erhöhen. Vielen Dank zunächst. Das ist sehr leise gerade. Das wird lauter. Das ist überhaupt das erste Mal, dass ich so ernsthaft eine Diskussion verfolge, also die so wirklich von Herzen geführt wird, zu einer humanitären Frage jetzt in Syrien. Ich möchte meine Frage jetzt sehr kurz fassen. Diese humanitäre Angelegenheit, die wir jetzt hier zu behandeln haben, also mit der Frage des Umgangs mit Folteropfern aus Syrien, die kann man natürlich aus unterschiedlichen Aspekten betrachten. Ein Aspekt wäre ja, wie gesagt, die Frage, wie kommen wir überhaupt an die Menschen ran? Wie können wir das dokumentieren? Dann zum Zweiten die Frage, wie können wir denen helfen? Und das Grundlegendste müsste doch auch sein, dass wir uns mit den Gründen und den Verursachern auseinandersetzen. Denn wenn das nicht befriedigt wird und das nicht getan wird, wird das niemals aufhören. Und diese ganzen Bemühungen werden keine Früchte zeigen, denn dieses Ausmaß an Verstößen ist doch unendlich groß. Aber die Frage möchte ich jetzt vielleicht nochmal aufwerfen, die schon jemand anders gestellt hat.
Als ich die Dokumente von Wien gelesen habe, war ich sehr positiv überrascht, dass die Vereinten Nationen hier ihre Verantwortung übernehmen werden in ihrer Rolle zum Schutz der Zivilbevölkerung und humanitäre Angelegenheiten, die ja eigentlich nicht Teil eines Verhandlungsprozesses sein sollten. Und da war ich dann sehr überrascht, dass hier humanitäre Fragen aus den Verhandlungen tatsächlich nicht rausgelassen wollen. Die sollten überhaupt nicht verhandelt werden. Was muss denn da verhandelt werden? Das kann man doch gar nicht verhandeln. Das ist doch eine Pflicht der Menschheit insgesamt. Wenn wir also so verzweifelt bleiben sollen, dann müssen sie die Resultate auch ertragen. Wir als Syrer haben ja lang in einer Situation gelebt, wo viele gedacht haben, dass Syrien ein schönes Land war. Wir haben aber unter vielem gelitten und trotzdem immer wieder ein Lächeln auf unsere Lippen gelitten. Und jetzt ist es so, dass wir als Syrer völlig wehrlos Gesicht zu Gesicht dem Gewehr gegenübersteht. Ich kann das nicht mehr aushalten, dass ich so leben muss. Daraya, die Hauptstadt der friedlichen Revolution, Daraya, wo die jungen Menschen sich wirklich einfach nur mit Wasser und sehr kaltblütig der syrischen Armee entgegengestellt haben, die nicht wirklich eine Nationalarmee ist, sondern eine Armee zum Schutz des Regimes. Also nationale Armeen sind ja eigentlich keine, welche, die sich nur einer Seite anschließen sollten. Ich habe sehr viel zu sagen, ich möchte versuchen, mich kurz zu fassen. Daraya in diesen zwei Tagen jetzt hier wird extrem massivst bombardiert und beschossen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, Daraya. Und ist jetzt völlig außer sich. Natürlich das nach einer ganz langen Belagerung. Also das kann man sich auch nicht vorstellen. Eine unendlich lange Belagerung. 3 Jahre. Also wir reden ja hier immer von Belagerung. Und dabei müssen wir eben im Gedächtnis behalten, dass es in Daraya ganz sicher keine Terroristen gibt. Das ist völlig ausgeschlossen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist vielleicht ein Beispiel dafür, wie eine moralische Führungsrolle einer Gruppe von Staaten, beispielsweise Deutschlands, aussehen können, die auch einen humanitären Charakter arbeiten können in Fällen wie der Fall jetzt, der gerade genannt wurde von Daraya. Also wir wissen ja, dass sie auch sich sehr wohl der Tatsache bewusst sind, was Daraya bedeutet. Also wo es etwa 3 Millionen Personen der Zivilbevölkerung sind, die da belagert werden, seit 3 Jahren schon. Die Menschen aus dieser Stadt in Daraya sind ja ganz besonders die, die sich für die Revolution eingesetzt haben. Ich kenne mich da sehr gut auch aus. Und ich weiß, dass die meisten jungen Leute dort mit mir zusammengearbeitet haben in den Anfangstagen der Revolution. Und wie die werte Dame hier auch gesagt hatte, wir können sie tatsächlich wirklich als Hauptstadt der friedlichen Revolution in Syrien bezeichnen. Und dieser Stadt wird heute vom Regime selbst verweigert, ich möchte das ganz klar sagen, sich überhaupt zu ergeben. Und zwar auf eine Art, dass es nicht beleidigend und erniedrigend für die Kämpfer ist. Die Kämpfer aus der Stadt ziehen sich immer mehr zurück, nur um die Zivilbevölkerung, Frauen und Kinder zu schützen. Und das Regime tut trotzdem alles, was völlig unvorstellbar ist, um die Menschen dem wilden Morden auszusetzen, um eben Daraya zu einem Exempel werden zu lassen, dort ein Exempel zu statuieren, um den anderen zu zeigen, das wird euch passieren, wenn ihr euch nicht ergebt. Also ihr müsst euch, selbst wenn ihr euch zurückzieht, bin ich entschlossen, euch platt zu machen. Das ist sozusagen die Message. Also gestern habe ich auch mit Leuten aus Daraya geredet und es hat mich erschreckt, dass, obwohl das eine rechtmäßige Forderung ist, dass eben Frauen und Kinder rausgelassen werden sollten,
Nichtsdestotrotz wird die Stadt völlig ihrer Einwohner entleert. Also es findet ein kompletter demografischer Wandel statt. Wir wissen ja nicht, wer in Zukunft dort leben wird. Das wird natürlich, werden natürlich Leute einer bestimmten Konfession sein, und ich meine damit ausdrücklich auch keine Syrer werden das sein. Also die Frage ist natürlich für uns, sollen wir den Leuten helfen, dort wegzukommen? Tragen wir nicht dazu damit bei, dass unsere Bürgerinnen und Bürger aus ihrer Heimat vertrieben werden, um dort ein persisches oder iranisches oder konfessionelles Projekt umzusetzen? Also das sind alles Fragen, die sich uns natürlich stellen. Wir müssen wissen natürlich, dass der Konflikt sehr komplex ist und einen regionalen und auch einen internationalen Aspekt hat, aber und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Fragen wie die Frage von Daraya, wo wir hoffen würden, dass es wirklich eine moralische Führungsrolle gibt, die Europa auch zukommen würde und insbesondere Deutschland gut zurecht stehen würde, hier die Initiative zu ergreifen und zumindest darauf hindringen sollten, vielleicht nicht eine umfassende Lösung zu schaffen, aber zumindest für diese moralischen Fragen eine Lösung zu finden, und der ihren seinen Fingerabdruck hinterlassen sollte. Wir sind hier Europa. Und wo wir es nicht zulassen sollten von Europa aus, dass es ein Mindestmaß von humanitären Werten garantiert wird, die sie ja schon seit Jahrhunderten hier verteidigen. Und jetzt sollten wir diesem Konflikt es nicht erlauben, dass sie einfach so übergangen werden. Das völlig abgesehen davon, ob wir jetzt auf der einen oder auf der anderen Seite das stehen. Es geht hier ausschließlich um eine moralische Verantwortung. Sie wollten sich noch dazu äußern? Ich kann. Also wollte nur sagen, erstens, ich glaube, es ist schwierig, sozusagen sowas zu messen, aber wahrscheinlich gibt es keinen Ort, der den unglaublichen Zynismus dieses Regimes besser zum Ausdruck bringt als Daraya. Aber die Frage war jetzt, ganz kurz. Ob die Bundesregierung die Morale, also deswegen, zumindest eine moralische Rolle einnimmt, ja. Und ob die Kritik, die jetzt hier deutlich wurde, ob die nicht aufzugreifen wäre. Naja, ich denke, gerade heute haben wir in Genf bei der humanitären Taskforce, die gerade heute wieder in Genf getagt hat, eben aufgrund eben dieses Prozesses genau dieses Thema zur Sprache gebracht. Wie gesagt, ich glaube, letzten Endes, zum einen haben wir es, genau das zeigt ja den Zynismus. Auf der einen Seite hat dieser Prozess dazu geführt, dass zum ersten Mal diese Belagerung ein sehr begrenztes, aber immerhin Maß an humanitärer Hilfe nach der Reihe hineingekommen ist. Und genau deswegen hat ja dann das Regime angefangen, Daraya noch stärker zu bombardieren als vorher. Das ist genau der Punkt, warum wir sagen, ja, wir brauchen diese humanitäre Hilfe auf der einen Seite, wir brauchen aber eine politische Lösung. Anders werden wir das nicht in den Griff kriegen. Wir brauchen eine echte Veränderung in Damaskus. Naja, aber das habe ich, glaube ich, relativ deutlich geschildert. Wie gesagt, wir werden keine Tornados schicken, um Assad aus Damaskus wegzubomben. Ich glaube auch nicht, dass es dafür eine Mehrheit im Deutschen Bundestag gibt. Und ich glaube, ich warne auch sehr davor, jetzt sozusagen hier sehr einfache Lösungen zu propagieren. Es wird keine andere Lösung geben als eine Verhandlungslösung. Und für diese setzen wir uns mit sehr vielen Gesprächen auch seitens der Bundeskanzlerin, seitens des Ministers ein. Ja, ich denke, die unterschiedlichen Einschätzungen sind ja einfach deutlich geworden. Ich würde jetzt tatsächlich, hier oben ist noch eine Frage, dann denke ich, kommen wir auch langsam zum Schluss. Dankeschön. Ich glaube, dann würde ich ganz gerne noch mal dran angreifen, weil ja immer diese politische Lösung propagiert wird und da sind wir uns alle einig. Wir wissen aber auch, dass Fakten geschaffen werden militärisch und das massiv seit 30. September von Russland. Und die große Frage ist doch, und da sehe ich immer wieder ehrlich gesagt eine Konzeptlosigkeit bei der Bundesregierung, sowohl wir wissen und wir haben ja auch diese Illusion nicht mehr, dass Deutschland als Außen
politischer Player wirklich eine entscheidende Rolle spielen wird in diesem Konflikt. Ich bin da nicht sehr positiv, wenn man sich die traditionelle außenpolitische Rolle Deutschlands anguckt. Die große Frage ist aber für mich wirklich, lassen Sie uns mal über konkrete Konzepte und Ansätze sprechen. Also politischer Prozess, schön und gut. Wie wollen wir in diesem politischen Prozess anstoßen? Petersburger Gespräche, die gerade stattfinden im Rahmen der NATO, ist das ein Mittel, mit dem Sie als deutsche Bundesregierung versuchen werden, dort Druck auszuüben, ganz konkret? Oder nur zu sagen, wir finanzieren sozusagen verschiedene Gespräche in Genf und an anderen Orten, weil, und das ist ja wirklich nun mittlerweile belegt, die Verhandlungsposition wird gestärkt über die Militarisierung. Und da sieht es für Europa und für den Westen überhaupt nicht mehr gut aus. Und wenn es so weitergeht, dann ist die politische Verhandlungsposition, die der Westen hat, sowas von gering, dass eigentlich Russland und der Iran diktieren werden, was passieren wird in Syrien. Und da möchte ich eigentlich ganz endlich mal nach 5 Jahren auch wirklich mal konkrete Konzepte hören, was Sie sich vorstellen, wie Sie auch das Ganze innerhalb von Europa und innerhalb der NATO diskutieren. Die Frage ist doch gar nicht, militärisch zu intervenieren. Also zum einen ist das nicht meine Aufgabe. Ich bin hier sozusagen als Bürgerin und würde mir gerne von der Regierung sozusagen, die dieses Land führt, auch einfach mal konkretere Antworten erhoffen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich mir auch sehr wünschen würde, ist, und da sind wir auch sozusagen, ich bin Teil einer Solidaritätsinitiative, die sich Adopt a Revolution nennt, und wir versuchen, deutsch-syrische Solidaritätsarbeit zu leisten. Wir doch immer wieder davon erstaunt sind, wie die Diskussion Frieden leider die Abwesenheit von militärischer Einmischung durch Deutschland ist. Das ist aber nicht Frieden in Syrien, und ich glaube, das sehen wir auch seit 5 Jahren ganz massiv, dass nämlich halt diese ganzen furchtbaren Zahlen und Menschenrechtsverletzungen passieren. Die große Frage ist sozusagen auch innerhalb der deutschen Gesellschaft, und auch da würde ich mir von der Bundesregierung, auch von Bundesministern, unter anderem von Herrn de Maizière und anderen Leuten, doch viel mehr wünschen, dass wir auch da nochmal diskutieren, was bedeutet denn Frieden in Deutschland? Welche Wertschätzung haben wir denn dafür auch für Syrien? Und Frieden momentan für uns in Deutschland heißt, dass wir uns nicht einmischen. Das kann halt nicht ausreichend sein. Und ich glaube auch, diese ganze Diskussion der stärkeren Rolle Deutschlands in der EU, in der NATO und so weiter, die ja jetzt auch die aktuelle Ministerin für die Verteidigung ja propagiert, die sollte auch im Kontext der Syrien-Frage gestellt werden. Was wollen Sie konkret machen? Wie wollen Sie Ihren Ansatz der politischen Verhandlungen stärken, um ernst genommen zu werden? Also ich glaube, alle diejenigen, und ich habe es vorhin schon gesagt, ich wage vorauszusagen, dass das auch dem Iran und Russland ähnlich gehen wird, die bislang versucht haben, diesen Konflikt militärisch zu gewinnen. Und das ist ja nicht nur die Seite des Regimes, die natürlich ganz maßgeblich, aber ja auch der ein oder andere Staat sonst wie in der Region, wird sehen, dass dieser Konflikt militärisch nicht zu gewinnen ist. Das Einzige, was man damit erreicht, ist eine weitere Zerstörung dieses Landes. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Russland früher oder später, und wir setzen uns natürlich dafür ein, in intensiven Gesprächen, gerade mit Russland und Iran, dass das früher geschieht, in eine echte Verhandlung eintreten wird, beziehungsweise in eine Verhandlung, die es dann ermöglicht, für die Syrer selber in echte Verhandlungen einzutreten. Ich halte beim jetzigen Stand des Konfliktes wirklich überhaupt nichts davon, wenn man sich anschaut, wie viele, wahrscheinlich inzwischen Milliarden, zumindest Millionen, ja auch von seitens mancher Unterstützer der Opposition in militärische Mittel investiert wurden, nun weiter in eine Militarisierung dieses Konfliktes sich zu engagieren. Das wird nicht funktionieren. Und insofern bleibt uns nichts anderes übrig, als über Gespräche, Verhandlungen mit Russland, mit Iran, mit den anderen Kompromisse zu erzielen, die es dann ermöglichen, für die Syrer über ihr eigenes Schicksal wieder entscheiden zu können.
Aber die Frage war ja, was können Sie tun, welche Druckmittel haben Sie in der Hand, um tatsächlich Ihren Einfluss zu erhöhen? Weil dass es nicht reicht, dass die Situation nicht akzeptabel ist, ist ja deutlich geworden. Also die Frage ist ja, welche Mittel können Sie jetzt noch anwenden oder weitere Mittel anwenden, um den Druck zu erhöhen, dass die Verhandlungen beginnen? Ja, ich glaube nicht, dass es eine Frage allein von Druck ist. Sehen Sie, wir haben ja in langen Verhandlungen zum Beispiel erreicht, dass Iran sein Nuklearprogramm einer sehr strengen internationalen Überwachung unterworfen hat. Das haben wir nicht dadurch geschafft, dass wir ökonomischen oder sonst wie Druck auf Russland und China ausgeübt haben, sondern wir haben es geschafft, indem wir über sehr zähe, sehr langfristige Verhandlungen es geschafft haben, dass Russland und China mit uns gemeinsam dafür gesorgt haben, dass Iran diesen Verhandlungen zustimmt. Ich glaube nicht, dass, um es mal irgendwie etwas platt zu formulieren, wir einfach ein paar mehr Sanktionen gegen Russland verhängen müssten als EU, mal völlig unabhängig davon der Frage, ob das realistisch ist zum jetzigen Zeitpunkt, um Russland zu einer Politikänderung zu bewegen. Es wird über Überzeugung gehen und nicht über ökonomischen Druck. Ganz kurz, ich weiß, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen, aber Maaßen hat jetzt nochmal darum gebeten, anzuworten und die Gelegenheit würde ich ihm gerne geben. Vielen Dank. Ich glaube nicht, dass ich je eine militärische Intervention Deutschlands gefordert habe oder dass ich auf dieser Linie mich überhaupt befinde. Selbst die Syrer, die hier anwesend sind, sie wissen, dass eine der Kritikpunkte, die gegen mich gerichtet wurden, ich als Anti-Militär auf ganzer Linie und das war... Dafür werde ich oft kritisiert. Ich rede auf gar keinen Fall von einer militärischen deutschen Intervention. Aber ich glaube, dass eine klare Position und direkte Position zum Thema Rechenschaft, wenn Deutschland explizit sagt, zusammen mit anderen Partnerstaaten in der Europäischen Union, die auf der gleichen Linie sind, wenn gemeinsam explizit besagt wird, dass es keine Straffreiheit geben wird, alle Kriegsverbrechen werden zur Rechenschaft gezogen, werden geahndet, wir werden es nicht akzeptieren, dass die Mörder, dass die Täter belohnt werden, wenn dann wird es möglich sein, Daraya zu beschützen. Wenn wir klar sein, wenn wir streng und explizit und entschlossen sind gegen diese Kriegsverbrechen, dann werden die Täter dieser Straftaten zumindest etwas überlegen, bevor sie sie nochmal begehen. Das Problem ist, dass selbst diese politische Rhetorik, die rechtliche Rhetorik fehlt oder bisher fehlt. Es gibt keine explizite, direkte Erklärung. Und ich meine damit alle Täter, sei es Regimeanhänger, Opposition, links, rechts, Islamisten, Säkulare, egal wer, dass die Straftäter der großen Verbrechen, der Kriegsverbrechen, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden, dass diese klare Position wirklich betont wird, das wäre vielleicht viel effektiver als militärische Flugzeuge zu schicken. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich denke, ich würde jetzt gerne Maaßen als Schlusswort nehmen. Es tut mir leid, dass jetzt nicht alle Fragen drankommen konnten. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken auf dem Panel für Ihre Expertise. Ganz herzlichen Dank auch an unsere Übersetzerin. Ja, natürlich harte, exzellente Arbeit geleistet haben. Und ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Geduld und kommen Sie gut nach Hause.